In der Grundschule wurde es noch dramatischer, weil ich so eine Lehrerin hatte, die sadistische Züge hatte und es sehr genoss, kleine Kinder zu quälen. Sie hat den anderen Kindern verboten, mit mir zu sprechen, weil ich nicht normal bin, in ihren Worten. Sie hat eine Schulbank in die Ecke des Raums gestellt, damit ich nicht mit den anderen Kindern zusammensitze. Aber ich habe mich ganz lange gefragt, warum Leute sowas machen können. Und eine Antwort, die ich für mich gefunden habe, war tatsächlich, dass es eben auch eine systemische Grausamkeit war in der DDR. Eine Leitlinie praktisch, eine Leitlinie des Verhaltens herzustellen. Und eine der Strategien war, sich jemand in dieser Gruppe herauszusuchen und zu sagen, so nicht, das ist falsch. Und ihr könnt das eure Gruppenidentität anhand dieser Ausgrenzung formen. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Ich will fair. Weihnachten hat auch hässliche Seiten. Ein paar davon sind offensichtlich der Stress und der Streit in der Familie. Aber manche sind auch versteckt. Zum Beispiel, dass für viele der Dinge, die wir zu Weihnachten kaufen oder verschenken, also Schokolade, Tee, Kosmetik oder Klamotten, die Natur zerstört und Menschen ausgebeutet werden. Die gute Nachricht, dagegen können wir etwas tun, indem wir beim Einkaufen zu fair gehandelten Produkten greifen und indem wir andere dazu anregen, das auch zu tun. Das möchte ich hier machen. Alles rund um einen nachhaltigen Lebensstil und den fairen Handel erfahrt ihr bei Ich will fair. Mehr Infos bekommt ihr auf ichwillfair.de und auf dem Instagram-Kanal Ich will fair. Also gerade jetzt an Weihnachten, kauft fair. Den Link zur Webseite findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Ich will fair für den Support. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Daniel Schreiber. Daniel Schreiber ist Autor. In diesem Jahr ist sein Buch allein erschienen. Ein Buch, das ich schon ganz, ganz oft empfohlen und verschenkt habe. Und jetzt am Ende des Jahres kann ich sagen, es ist mein Lieblingsbuch 2021. Daniel beschäftigt sich darin mit der Frage, ob wir ein zufriedenes, glückliches Leben führen können, ohne in einer romantischen Beziehung zu leben. Es geht um den Wert von Freundschaften, den Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Es geht um ein Gefühl, das alle kennen, aber niemand wahrhaben will. Es ist ein ganz kleines, dünnes, rührendes und wunderbar tiefgründiges Buch. Es ist ein riesiger Erfolg und seit Monaten in den Bestsellerlisten. Obwohl Dani gerade sehr viel interviewt wird und ich dann meistens doch lieber warte, wollte ich ihn unbedingt noch in diesem Jahr ins Hotel einladen und er ist gekommen. Dani ist 1977 geboren und in einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Wir sprechen über seine Kindheit im Wald und seine traumatischen Erinnerungen an die Schulzeit in der DDR. Es geht um den Aufbruch nach Amerika, das Entdecken des Schreibens, aber auch das Entdecken des Alkohols und seine Alkoholsucht. In den Büchern Zu Hause und Nüchtern schreibt er darüber. Wir sprechen natürlich über das Alleinsein, über Eitelkeit, unerfüllte Träume, das Wandern, das Verzeihen, das Unterbewusstsein und ganz, ganz, ganz viel mehr. Mich hat das Gespräch, ähnlich wie sein Buch, sehr berührt. Eine Triggerwarnung, wir sprechen über seelische Misshandlung und Alkoholsucht. Das solltet ihr vorher wissen. Ich bin sehr, 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 sehr froh, dass er da war und ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit meinem Lieblingsautor Daniel Schreiber. Bei Einsamkeit sieht man irgendwie, oder Menschen, die allein sind, dann sieht man irgendwie die großen Häuser in Marzahn und so einsame Menschen in diesen Wohnungen oder man sieht Obdachlose, sowas ist, das sind so die Bilder, die ich hatte. Und mir ist wirklich durch dein Buch zuerst mal aufgefallen, dass ich auch ganz viele Single-Männer und Frauen kenne und mir noch nie so wirklich, die noch nie so wirklich als so ein einsam irgendwie hingelegt habe, sondern eher immer so meine übergriffige, du, ich kenne da noch jemanden, der ist auch, also lass uns doch mal, also vielleicht irgendwie, und ich ein wirklich ein ganz schlimmer Verkuppler eigentlich bin. Und ich habe mich. Hat das mal geklappt, oder? Das hat super oft schon geklappt. Ach, super. Und deshalb will ich nämlich auch fragen, ob das aber nicht vielleicht auch übergriffig ist. Das habe ich nach deinem Buch, dachte ich so, ist das eigentlich. Also Leute können ja Nein sagen. Und ich meine, wenn du es nicht machst mit einem Impetus, der irgendwie aussagt, ja, du
das ist schlimm, dass du allein lebst und du solltest, brauchst jetzt unbedingt jemanden und hab dich, stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an, genau. Ist aber auch gut. Ich kenne jemanden, stell dich bitte nicht so an. Will man dich denn verkuppeln jetzt? Ja, mich wollte man schon ganz oft verkuppeln, aber in meinem Kopf gehe ich gerade eine Liste durch, also sag Bescheid. Würdest du dich verkuppeln lassen? Ja, ne, ich hatte zwei Freunde von mir, haben so ein Blind Date organisiert. Und, okay. Und das fand ich total nett von denen. Und dann ist er aber krank geworden, mit dem es Blind Date sein sollte. Und dann haben sie mir auch gesagt, wer das war. Und ich kannte den schon. Und dann war ich gar nicht, also es wäre trotzdem ein netter Abend gewesen, aber ich war gar nicht so unfroh, dass er krank geworden ist. Ich bin ja seit, oh Gott, 15 Jahren jetzt mit meiner Frau zusammen. Stefan, du kennst sie auch. Die ganz toll ist übrigens. Die wirklich so. Wir hatten echt so einen schönen Vormittag. Und, ja, das hat sie auch, das hat sie auch gesagt. Und ich kenne das überhaupt nicht mehr zu daten oder mich sozusagen in so eine Situation zu begeben. Ich kenne das eigentlich nur noch so vom Reisen, wenn man allein reist und dann irgendwie nach dem 30. Tag kann man es echt nicht mehr hören, selber hören, wo man so herkommt und wo man so hin will und all diese Geschichten. Wie ist das, wenn du datest? Also wird man irgendwann so müde? Ich glaube, ich bin in jedem Fall müde geworden vom Tinder und solchen Sachen, weil es oft sehr enttäuschend ist. Ja. Und also einfach, weil es dann doch sehr viel so Arbeit ist und sehr viel Zeit, die man drauf verwendet. Und, und die Leute, die man kennenlernt, sind selten, also wirklich interessant oder so psychisch so aufgestellt, dass sie in der Lage wären, eine Beziehung zu führen oder weißt du, oder selbst so grundlegende Sachen wie, dass sie sich wirtschaftlich ihr eigenes Leben leisten können. Also weißt du, so ganz grundsätzliche Sachen sind meistens nicht gegeben. Wirklich? Und, ja. Also wow. Das ist so. Und dann irgendwann wird man tatsächlich so müde. Also ich bin so müde davon geworden. Und ich denke natürlich immer mal wieder, ja, ich sollte mal wieder so einen Versuch starten und so. Aber genau. Und dann habe ich natürlich aber auch immer so viel Arbeit. Und schon hat man Gründe, keine Zeit genau, mehr. Genau. Hast du denn den Erfolg deines Buches, hast du den schon gefeiert in irgendeiner Form? Nimmst du mich gerade schon auf die ganze Zeit? Ich nehme dich die ganze Zeit natürlich schon auf. Oh Gott. Sollen wir das rausschneiden? Kannst du es gern drin lassen. Ich weiß nicht, wie interessant das für Leute ist. Das können sie selbst entscheiden. Und du hast jetzt eine Frage gestellt. Ne? Meine Frage war, ob du schon den Erfolg deines Buches feiern konntest. Noch nicht wirklich, weil ich gerade so viel zu tun habe. Und Also zum einen, was mich überrascht, ist, dass natürlich dieser Erfolg, der wahnsinnig schön ist und ich freue mich so irre drüber, dass es so viele Leute erreicht und dass so viele Leute es lesen. Aber das geht eben auch mit einer gewissen Arbeit einher. Man muss viele Interviews geben, man muss Lesungen geben, man muss sehr präsent sein, auch wenn man verschiedene Interviews am Tag hat und muss wirklich in dem Moment so da sein, dass es sich transportiert. Und das ist sehr schwer, tatsächlich. Und wenn du feiern, also wenn du jetzt eine Feier planen würdest für das Buch, wie würde das dann aussehen, wenn du feierst? Ich würde gerne ein großes Essen geben und ich habe es auch vor, tatsächlich im Frühjahr wahrscheinlich, wenn auch die anderen Projekte, die gerade auch noch nebenbei laufen müssen, wenn die durch sind, dann werde ich ein großes Essen geben für alle Leute, die daran beteiligt waren. Also alle Leute im Verlag, meine Lektoren, der Pressemensch, die Volontärin, die Social Media macht und die lade ich dann zu mir ein. Und ich koche wahnsinnig gerne. Und auch gerne sehr aufwendig und mehrere Gänge? Ja, unbedingt, genau. Unbedingt, okay. Unbedingt. Meistens so 5. Und ich backe auch mein eigenes Brot dazu. Und also meistens mache ich eine Brioche und ein Sauerteigbrot mit Oliven und Rosmarin, was ein wahnsinnig gutes Rezept ist von Daniel Boulud. Und
das wird es dann wahrscheinlich auch geben. Und erlaubst du dir sowas wie Stolz? Das ist so eine gute Frage, weil ich wirklich Schwierigkeiten damit habe. Und ich glaube, im Moment sehe ich alles, was mit dem Buch verbunden ist, als eine Form von Arbeit und eine Arbeit, die ich machen möchte und die mir auch Spaß macht zum Teil, aber eben auch eine Arbeit, die ich machen muss. Und habe da gar nicht so viel Zeit für Stolz. Das heißt, es ist ein bisschen getrennt. Also es ist wie so ein Projekt, was neben meinem Leben herläuft, also wenn das Sinn ergibt. Ja. Also ich nehme das gar nicht so persönlich wahr. Und wenn Leute sagen, wie sehr ihnen allein gefällt, dann freut mich das unheimlich. Aber ich nehme das gar nicht so wahr, als würde das mich wirklich betreffen, sondern ich nehme das so wahr, dass ja Menschen lesen das Buch gerne und es hat schon was mit mir zu tun und so. Und ich habe es ja auch geschrieben, aber für mich jetzt im Moment betrifft das Buch und nicht mich. Und genau, und ich sollte darüber mal mit einer Therapeutin drüber sprechen, würde ich sagen. Weil du das jetzt so abarbeitest oder woran liegt das? Was denkst du? Ja, ich glaube, letztlich ist es so ein psychischer Pragmatismus, um diese Zeit durchzustehen und um das hinzukriegen, muss man das irgendwie von sich selbst trennen. Und weil es natürlich nicht persönlich ist. Und auch wenn... Wieso ist es nicht persönlich? Ja, weil das wirklich das Buch betrifft. Also das... aber es ist doch deine Arbeit. Ja, aber es ist schon was Unabhängiges. So ein Buch hat seine eigenen Regeln. Es ist so in einer bestimmten Zeit entstanden. Das ist mit einem bestimmten Menschen entstanden, der ich war zu dem Zeitpunkt. Und genau, es ist schon was anderes. Also das ist nicht, also es bin nicht ich persönlich, so wie ich jetzt bin oder ganz allgemein. Es zeigt natürlich auch nur einen bestimmten Teil meines Lebens und meiner Gedanken und meiner Gefühle. Und und es ist auch, oft sagen Menschen, dass es so schonungslos ehrlich ist, und das ist auch ehrlich und das ist wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, ohne so eine Ehrlichkeit erreicht man niemanden, ohne so eine Ehrlichkeit werden diese Arten von Reflexion vollkommen uninteressant, weil man sich dann selbst anlügt und das braucht man nicht aufzuschreiben. Aber es ist nicht so, dass ich alles von mir preisgebe, sondern es ist natürlich sehr dosiert und auch zum Teil sehr überlegt, was ich von mir zeige und was nicht. Und das ist auch sehr wichtig, dass da so ein etwas bei mir bleibt sozusagen, was ich nicht komplett weggebe. Deswegen habe ich mich gefragt, weil dieses Buch für mich sehr, sehr persönlich ist, und deswegen war ich überrascht, dass du das dann so von dir trennst, also dass du das dann eher so als ein, was abgetrennt ist, ein Produkt siehst, aber eben für mich liest sich das eben sehr, sehr persönlich. Wenn du sagst, dass du dir genau überlegst, was du zeigst und was du nicht zeigst, was ist das für eine Fragestellung, die dahinter liegt? Also erstmal, Produkt ist so ein böses Wort. Also ja. Vielleicht, ich glaube nicht, dass es ein Produkt ist. Und was würdest du es bezeichnen? Es ist ein Buch. Es ist natürlich auch, also ich verstehe das als Literatur tatsächlich. Also auch als eine Art Kunstwerk, auch wenn das so ein abgedroschenes, viel zu groß klingendes Wort ist. Aber so entsteht das. Und so, das ist kein Buch, was ich so runtergeschrieben habe. Und das mache ich bei meinen Büchern nie. Sondern das ist während einer sehr langen Zeit entstanden, mit viel Recherche, aber auch mit viel hin und her, mit viel Kürzungen und vielen Streichungen und mit vielen Neuanfängen. Und ich glaube, das ist wichtig. Also für mich ist es wichtig bei Büchern. Und das Büchern schreiben, auch wenn ich jetzt von Pragmatismus geredet habe bei der Promotion, das Bücher schreiben ist überhaupt nicht pragmatisch. Sondern da fühle ich mich meistens wie so ein altmodischer Künstler, der mal nicht weiter weiß und dann
die Inspiration hat für 2 Tage und dann wieder eine Woche irgendwie verzweifelt am Schreibtisch sitzt. Ist das für dich so, dass du, also es gibt die Erklärung über Ideen von Tom Waits, dass er sagt, er hat nicht eine Idee oder eine Eingebung, sondern die Eingebung hat ihn. Und deswegen hängt er nicht so, deswegen sind es für ihn nicht wirklich seine Ideen, die er hat, sondern etwas sucht ihn sozusagen auf. Mhm. Und dadurch hat er nicht so eine Anhaftung. Und deswegen ist es für ihn irgendwie nicht so eine, das ist mein Song, sondern eigentlich im Grunde, naja, ich bin der Überbringer des Songs. Mhm. Das hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert. Ist das deine Idee, also ist das ein ähnlicher Gedanke, den du hast? Also wenn du sagst, okay, das ist natürlich, ich verstehe, Produkt hat immer sowas, dann denkt man auch, hier liegt auch eine Glühlampe und hier ist ein Buch, was ist jetzt, aber also wenn du das aufschreibst und nach draußen bringst, was ist das dann für dich? Hm. Ja, das ist schon Kunst. Und wie also gesagt, aus dir selbst heraus. Ja, das ist vielleicht ein sehr großes Wort, aber das ist also für mich Literatur und es funktioniert so, wie Literatur funktionieren sollte. Und das Beispiel, was du mit Tom Waits bringst, ist natürlich so, beschreibt natürlich eine wichtige Dynamik des Kunstmachens, des Schreibens. Natürlich fühlt sich das so an, als würden bestimmte Ideen von woanders herkommen. Aber so extrem oder so radikal wie Tom Waits würde ich das eben auch nicht sehen, sondern also natürlich bin ich in diesem Buch drin und natürlich handelt das Buch zu einem großen Teil von mir und und ich überlege gerade, ob ich mir widerspreche oder ob das auch viel zu kompliziert ist und also, ob es überhaupt jemanden interessiert oder interessieren sollte, diese Feinheiten, aber vielleicht entscheiden das Leute selbst. Das entscheiden Leute selbst. Oder du schneidest es gleich raus. Das geht auch. Nein, was mich aber noch interessiert, ist dieses, was du sagst, erst dieses Preisgeben. Wie viel zeigt man von sich? Und da sind wir kurz abgebogen. Was sind das für Fragen, die du dir da stellst? Ich bin ihm ausgewichen, ne? Ganz. Hast du nicht vergessen? Habe ich nicht vergessen. Tut mir leid. Das sind gar keine so Fragen. Also das hat viel weniger Kalkül, als man jetzt denken könnte, aufgrund dessen, was ich gesagt habe. Sondern das ist eben auch Teil des Schreibprozesses. Und da geht es dann um Dinge wie, ja, ist das jetzt wirklich wichtig für das, was ich sagen möchte? Ist das jetzt eine Geschichte aus meinem Leben, die anschlussfähig ist, wo Menschen sich vielleicht mit identifizieren können? Oder ist es eine, die vielleicht so spezifisch ist, dass sich Menschen mit der Spezifik identifizieren können, aber nicht mit der Sache selbst? Oder ja, sind Dinge, die ich schreibe, eitel? Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage für mich. Also wo ist die Grenze zur Eitelkeit? Wo ist die, gibt es eine Grenze zu einer Nabelschau? Und die Gefahr ist immer da, wenn man ich schreibt. Und ich möchte grundsätzlich nicht, dass diese persönlichen Essays werden, die von mir handeln, grundlegend, also die sich komplett um mich drehen, sondern mir ist sehr wichtig, dass sie von bestimmten Themen handeln, Themen, die in meinem Leben eine große Bedeutung haben, eine wichtige Rolle spielen, Themen, ja, mit vielen Fragen, die ich mir nicht richtig, zu stellen traue und wo es vielleicht auch gewisse blinde Flecke kulturell und gesellschaftlich gibt. Aber es geht nicht wirklich um mich. Und ich möchte auch, dass Menschen, wenn sie es lesen,
tatsächlich reflektieren und sich selbst fragen. Ich möchte, dass sie sich selbst fragen, wie ist es in meinem Leben? Jetzt bin ich allein, fühle ich mich manchmal einsam? Was sind meine Vorstellungen von Paarbeziehungen? Inwieweit kann oder sollte ich mich von bestimmten normativen Vorstellungen von Paarbeziehungen trennen? Mhm. Das, was ich darüber denke oder was mir in meinem Leben passiert, sind für diese Fragen, glaube ich, relativ unwichtig. Wo fängt für dich deine Eitelkeit an? Wenn du, also wenn es ja gerade sozusagen aus dir herauskommt, wenn es auch dein Blick ist, wenn es auch die Einflüsse sind, die du verarbeitest in dem Buch. Und wie schaffst du es dann wirklich auch zu wissen, okay, nee, jetzt hier wird's dann doch irgendwie zu selbst darstellerisch, hier wird es ein bisschen, ja, ja. Hier mache ich mich ein bisschen größer. Das ist ein gutes Wort tatsächlich. Man merkt es beim Lesen und beim nochmal Lesen. Also ich redigiere meine Texte sehr viel und lasse sie auch oft lange liegen, um sie wieder umzuschreiben. Und ich habe das, irgendwas treibt mich an, die besser zu machen. Und dabei fallen solche Sachen auf. Um jetzt um ein Beispiel zu nennen, aus irgendeinem Grund, ich liebe Kaschmir-Sachen und Merino-Wolle. Und gerade im Winter, ich kann Leuten nur empfehlen, Socken und Unterhosen und lange Unterhemden aus Merino-Wolle zu haben und Kaschmir-Pullover zu tragen, weil es wahnsinnig schön sich anfühlt im Winter. Und im Buch ist mir irgendwann aufgefallen, oder meinen Lektorin ist es zuerst aufgefallen, dass ich permanent davon schreibe, dass ich mich in meinen Kaschmirschal einwickle oder dass ich meinen Kaschmirpullover anhabe. Und das ist, also das sind jetzt keine Dinge, also ich kaufe mir die bei Uniqlo. Also das ist jetzt nicht, es geht nicht darum, dass das irgendeine Form von Luxus oder von einer Form von großem Luxus anzeigt. Aber genau das sind solche Momente. Und natürlich ist es nicht wirklich wichtig für jemanden, der oder die das Buch liest und sie fragt, ob er oder sie einsam ist, ob ich einen Kaschmir-Pullover trage oder nicht. Auch wenn ich wirklich sehr, sehr gerne Kaschmir-Pullover trage. Das heißt, wenn es in einem Bereich des Unnötigen geht, da könnte sozusagen eine Grenze, da könnte Eitelkeit beginnen? Das ist in jedem Fall eine Grenze. Dann gibt es auch Momente, wo man das, also ich habe oft das Gefühl, also ich habe zum Beispiel auch viele Referenzen rausgestrichen, weil ich dann gemerkt, zum Beispiel philosophische Referenzen. Das Buch hat sehr, sehr viele davon und es ist sehr wichtig für das Buch, weil ich glaube, dass man dort, also in der Philosophie, in der Soziologie, in der Kulturgeschichte so Fragestellungen findet, ja, die man woanders nicht findet. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, ja, ich brauche jetzt hierfür nicht den dritten Philosophen oder ich brauche jetzt hierfür nicht die vierte Romanschriftstellerin, die etwas sehr Kluges gesagt hat dazu. Und vielleicht schreibe ich das aus so einer Unsicherheit heraus. Ist das eine Form von Unsicherheit, die eben auch eine Form von Eitelkeit ist letztlich und die auch noch anders als Eitelkeit gedeutet werden kann. Einfach in dem Sinne, dass ich zeigen beim Lesen, dass man beim Lesen vielleicht denken könnte, ich möchte zeigen, wie viel ich gelesen habe. Und andere Form von Eitelkeit, die mir bei solchen Texten, also dieser Art von Text, die ich schreibe, häufig auffallen, sind, wenn Autorinnen und Autoren es nicht schaffen, sich von ihrem Leben wirklich zu lösen. Das heißt, wenn es nicht um die grundsätzlicheren Fragestellungen geht, sondern um das Leben.
Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Du meinst, um das eigene Leben die ganze Zeit sich dreht und nicht zu sagen, ich hebe das mal auf eine Metaperspektive und gucke ein bisschen von oben auf die ganze Sache, sondern ich suhle mich in meinem eigenen Erlebten. Ja, und das ist auch eine Logik, die sich sehr schnell bemerkbar macht in solchen Büchern. Also zum Beispiel, ich wollte mit Allein nichts für mich lösen. Ich wollte nicht mich mit diesem Buch therapieren. Ich wollte die Fragen, die mich umgetrieben haben, kein gutes Schleifchen drum binden und das in meinem Leben umsetzen, sozusagen, sondern ich wollte was öffnen. Ich wollte diese Fragen stellen und ich wollte darüber nachdenken können und ich möchte, dass andere Leute darüber nachdenken. Genau, es ist kein Buch, wo es eine große, schöne, rote Schleife drum gibt. Und weißt du, was ich meine? Ja, total. Es gibt ja so ein, also die große Frage, die du erstellst, ist, können wir glücklich sein ohne eine romantische Beziehung? Und ich finde nicht, zumindest nicht für mich, gibt es da eine abschließende Antwort drin. Sondern es ist erstmal eine ganz, ganz große Frage, die sehr viele verschiedene Antworts, also die so sehr rumsucht, da rumguckt, aber es gibt nicht am Ende Ja oder Nein. Ja. Genau. Also das ist für dich auch nicht anders. Ja, genau. Und es kann es auch gar nicht geben, glaube ich, ne? Weil jeder von uns und jeder von uns ist anders. Und vor allem wir selbst sind auch anders in verschiedenen Lebensphasen. Mhm. Also wenn ich meine, so die Zeit zwischen 19 und 35 zurückdenke, dann hätte ich diese Frage damals mit einem ganz klaren Nein beantwortet. Und natürlich dachte ich damals, man kann nur glücklich sein, wenn man in Beziehung lebt. Heute sehe ich das anders. Also heute glaube ich nicht, dass es eine Voraussetzung für Glück ist, eine Beziehung zu führen. Ich glaube und weiß, dass man auch allein ohne eine romantische Beziehung ein sehr gutes, ein erfülltes Leben führen kann. Also dann ist die Antwort doch ja am Ende. Wenn die Fragestellung für das Buch ist? Nein? Okay. Nee, also in dem Sinne nicht. Also die kann für sich selbst ja sein und die kann im gelebten Leben ja sein. Aber die hat keine Allgemeingültigkeit. Genau. Ach so, also das kann sein, dass du sagst, ich, Daniel Schreiber, bin jetzt für mich glücklich, obwohl ich nicht diesem klassischen Bild von romantischer Beziehung, Hund, Haus und Swimmingpool entspreche. Und es kann aber sein, dass Matze Hiescher, für den gilt das überhaupt nicht. Also weil er, also obwohl er vielleicht das komplett gleiche Leben führt wie ich, aber seine Umstände sind komplett anders. Deswegen kann es keine allgemeingültige Antwort auf diese Frage geben. Genau. Okay. Und das ist letztlich keine Frage, die man überhaupt mit einem Ja und Nein beantworten kann. Und ich glaube, dass es eine Frage ist, die man sich immer wieder stellen sollte und könnte und vielleicht auch muss im Leben. Mhm. Weil natürlich unser Leben in 5 oder in 10 Jahren komplett anders aussehen kann, weil wir uns die ganze Zeit verändern. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, man muss bestimmte ideologische Antworten darauf finden und man muss sich auf eine Seite schlagen, dann ja, verkennt man die grundsätzliche Ambivalenz des Lebens und diese Ambivalenz, die das Alleinleben genauso hat wie Beziehungen. Also keine dieser Lebensmodelle ist rundum toll oder rundum schön oder rundum schlecht, sondern das sind natürlich natürlich ambivalente Lebensmodelle, beide. Du hast gerade von diesem 18-jährigen, 19-jährigen Daniel gesprochen, der das, der einen anderen Blick hat als der 44-Jährige. Ja, du bist jetzt 44? 43. Ich werde übermorgen 44. Und ich habe die ganzen 3 Monate gedacht, es kann nicht sein, dass alle sagen, ich bin 44. So ein großer Unterschied. Das ist so ein, also der 43. Ja, danke. Mal gucken, was genau. Passiert. Guck mal, wie lange wir heute noch hier sitzen. Batterie geht noch für 26 Stunden. Gut, also. Wann hat sich der 19 oder der 18-jährige Daniel zum 43-jährigen Daniel, also wann hat seine Antwort sich gedreht? Also wann kam, oder wahrscheinlich wird es nicht einen Moment gegeben haben und dann stand ich da und wusste, ich brauche keine romantische Beziehung, sondern wahrscheinlich sind es verschiedene Abläufe gewesen.
Was waren so wichtige Punkte für dich zu erkennen? Nein, ich muss nicht in einer Partnerschaft leben, in einer romantischen Partnerschaft, um ein glückliches Leben zu leben. Ja. Also ich glaube, das war etwas, was ich schon immer denken wollte. Ich wollte, glaube ich, auch schon früher genug Unabhängigkeit für mich haben, um das zu können. Aber das war etwas, was ich nicht konnte. Also auch, was sich ergeben hat, sozusagen. Ne? Also man agiert ja sehr viele Dinge unbewusst aus, ohne dass man überhaupt einen Zugriff darauf hat. Und für mich hat sich sehr viele Jahre lang, haben sich immer Beziehungen ergeben, immer wieder, eine nach der anderen. Warst du jemand, der allein sein konnte bist du so jemand, der sozusagen next? Genau, ich konnte auch überhaupt nicht allein sein. Also dieser Daniel zwischen 19 und 35 konnte nicht wirklich allein sein, also gar nicht. Mhm. Sowohl in einer Beziehungshinsicht als auch ganz praktisch. Also wenn ich einen Abend hatte, an dem ich nichts vorhatte oder an dem nichts geplant war, dann war das ein Riesenproblem. Und ich würde sagen, also bei mir hat sich sehr viel geändert, als ich mit dem Trinken aufgehört habe, vor über 10 Jahren. Da hat sich mein Leben wirklich neu strukturiert und ich habe mein Leben also neu aufbauen müssen, weil sich so viel verändert hat. Was da passiert ist, war etwas, dass ich mehr und mehr gelernt habe, allein zu sein. Also mehr und mehr bestimmte Abende, die ich allein für mich hatte, genießen konnte. Und ich muss dazu sagen, als Kind war ich schon sehr gerne allein. Also als Kind, eine meiner bleibenden Erinnerungen ist, wie ich durch den Wald mit unserem Hund streife, stundenlang. Und ich bin an so einem See aufgewachsen und da bin ich immer rundherum gegangen mit dem Hund und fand das total toll. Und so ein bisschen hat mich das daran erinnert, an diese, diesen kindlichen Wunsch, allein sein zu wollen. Und den habe ich praktisch wiedergefunden für mich. Und ich glaube so, dass, also die eigentliche Frage, die du hattest, also wann ich das gedacht habe, ob ich ohne eine romantische Beziehung glücklich sein kann. Ich glaube, das ist etwas, was mir so vor, ich würde sagen, 3, 4, vielleicht 5 Jahren wirklich bewusst geworden ist. Und eine Frage, die ich beim Schreiben von allein hatte, war, ob ich das kann, ob ich in der Lage bin, mein Leben allein gut zu gestalten. Also heute würde ich in jedem Fall sagen, also ich bin in der Lage, dieses Leben gut zu gestalten, auch wenn es natürlich Seiten hat, die nicht so schön sind, auch wenn es natürlich wie alle anderen Lebensmodelle ein ambivalentes Lebensmodell ist. Das heißt, du hast das Buch ja vor 5 Jahren ungefähr angefangen zu schreiben. Das heißt, du bist auch wirklich dann doch losgegangen mit dieser Frage, geht das überhaupt? Und du konntest dir durch dieses Buch, durch diese immer wieder das Beschäftigen damit irgendwie, also du hast dich richtig an dieser Frage wirklich abgearbeitet eigentlich. Ja, ja. Das kann man so sagen, ja. Dieser Junge, dieser 6-7-jährige Daniel, der da um den See herumläuft mit dem Hund, der ist ja in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Klein Kaff, wahrscheinlich genauso groß wie Mainz. Ich komme aus einem 2000-Seelendorf. 200, okay. Also für uns wäre ihr eine Kleinstadt gewesen, glaube ich. Ja, Gröden als Kleinstadt bezeichnen, da würden jetzt die Gröden alle sagen, juhu. Wo kommst du denn her eigentlich? Aus welchem welcher Region? Süden Brandenburgs. Ah, okay. Ja, also die Côte d'Azur des Ostens. Und wo kommst du her? Aus Mecklenburg-Vorpommern, von der Müritz, also von der Seenplatte. Und es gibt halt diese großen Seen, die Müritz und den Plauer See und drumherum oder innen drin, also die bilden so einen Halbkreis, gibt es ganz viele kleine Seen und von einem dieser kleinen Dörfer an einem dieser kleinen Seen komme ich her. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch 2 weitere Werbepartner vom Hotel Matze vorstellen.
Mein heutiger Werbepartner ist Greenforce. Greenforce entwickelt Foodprodukte, die 100% vegan und tierleidfrei sind. Ihre Produkte kommen in Pulverform, sind nachhaltig gesund und lagerbar. Durch Mixen mit Wasser zaubert ihr euer neues Lieblingsgericht. Aus dem Pulver können zum Beispiel ein Burger, Frikadellen oder Hack für eure Lasagne hergemixt werden. Jetzt hat Greenforce gerade einen neuen Haferdrink zum Selbstmixen herausgebracht. Der besteht zu 100% aus Bio-Hafer-Vollkornmehl. Aus 400 Gramm Pulver macht ihr durch Mixen mit Wasser ganze 4 Liter Haferdrink. So habt ihr immer frisch zubereiteten Haferdrink, der glutenfrei und nachhaltig ist, und er minimiert sogar noch das Schleppen und den Verpackungsmüll. Und da die Mixprodukte keine Kühlkette benötigen und zudem ein langes Mindesthaltbarkeitsdatum aufweisen, wird auch noch Lebensmittelverschwendung verhindert. Na, das ist doch super. Mit dem Code HotelMatze25 bitte kleinschreiben und zusammen und die Zahl 25 als Zahl geschrieben, erhaltet ihr noch bis einschließlich Januar 2022 25% Rabatt auf alle Produkte von Greenforce. Den Link zur Webseite findet ihr natürlich in den Shownotes und den Code auch nochmal, aber ihr könnt auch direkt auf die Webseite gehen, greenforce.com. Vielen herzlichen Dank an Greenforce für den Support. Mein heutiger Supporter ist Wix.com. Ich buchstabiere mal W-I-X, ganz genau. Wenn ihr euch ein eigenes Online-Business aufbauen wollt, dann besucht unbedingt die Plattform Wix. Denn dort könnt ihr eine eigene Webseite für euch, euer Portfolio, euren Blog oder euren Online-Shop erstellen. Dazu sucht ihr euch einfach eins von 800 Website-Templates aus, die allesamt von Designern erstellt wurden, und könnt dieses dann dank intuitiver Drag-and-Drop-Funktion genauso anpassen, wie ihr es möchtet. Das geht wirklich ganz, ganz leicht. Mit dem richtigen Website-Baukasten ist nämlich alles möglich, um die Seite zu personalisieren und für euren Online-Auftritt zuzuschneiden, anzupassen. Könnt ihr natürlich eigene Texte, Bilder, Grafiken und so weiter hinzufügen. Eine Sache, die man immer wieder vergisst, ist SEO. Und ich kann sagen, das ist sehr, sehr wichtig. Mithilfe des innovativen SEO-Tools von Wix verbessert ihr zusätzlich euer Ranking in den Suchergebnissen und steigert den Traffic auf eurer Webseite. Außerdem stehen euch bei Wix viele Marketing-Tools zur Verfügung, in denen ihr eure Kundinnen gezielt über Marketingkampagnen und Social-Media-Werbung ansprechen könnt. Gestaltet einen eigenen professionellen Online-Auftritt exakt nach euren Wünschen. Den Link zur Webseite findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Wix.com für den Support. Und nun zurück zu Daniel Schreiber. Wenn man so deine Biografie so ein bisschen liest und auch vor allen Dingen dann jetzt nicht dein neuestes Buch, sondern das davor zu Hause, dann erzählt es ja auch von der Kindheit und erzählt von dem jungen Daniel, der da um dem See herum läuft, aber jetzt auch, also so wie ich es ein bisschen gedacht habe, auch nicht ganz freiwillig eigentlich die Einsamkeit und das oder das Alleinsein, sondern eben auch, weil, jetzt rede ich über dich, als wärst du eine Figur, also sondern auch, weil du, es gibt den Satz, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu misshandeln. Und da bist du gewesen, als zu feminin angesehen wurde in der DDR, in der ehemaligen. Und ich kenne das ein bisschen, deswegen habe mich das so ein bisschen, weil ich viel mit Puppen gespielt habe. Und ich hatte so einen besten Freund, Matthias hieß der auch. Und wir sind immer mit einem Puppenwagen durchs Dorf gezogen. Und ich hatte zu Hause ein Puppenhaus. Und immer dann, wenn so Gäste kamen, haben meine Eltern so das Puppenhaus so weggestellt. und meine Mutter dachte lange, ich werde schwul werden. Aber es war nie so ein, also als ich das dann von dir gelesen habe, was dann quasi Kindergärtnerin und auch Lehrerin irgendwie veranstaltet haben, um dir das sozusagen auszutreiben, das hat mich total schockiert. Deswegen habe ich so gedacht, dieses Alleinsein ist eigentlich auch ein bisschen nicht ganz freiwillig, sondern vielleicht auch Rückzug und die sich dem so entziehen. Ja, in jedem Fall. Also nicht so sehr, also Sehnsucht ist das dann ja eigentlich nicht, oder? Also ist das. Also jetzt dieses Alleinsein, was ich beschrieben habe als Kind, das war in jedem Fall ein Rückzug und das war in jedem Fall ein sicherer Ort. Ich glaube jetzt auch so psychoanalytisch, also ich sehe mich immer mit diesem Hund. Ich weiß gar nicht, ob ich immer mit dem Hund, das war so ein sehr großer Schäferhund und ist natürlich eben auch ein Zeichen von Sicherheit sozusagen, dass ich diesen Hund bei mir hatte, der mich im Notfall verteidigt hätte.
Und diese, ja, diese Zeit als Kind war extrem dramatisch. Und für mich war es tatsächlich, was passiert ist, war dramatischer. Und ich, also ich habe nicht nur gern mit Puppen gespielt, ich war auch sonst sehr feminin. Ich wollte eigentlich ein Mädchen sein. Und habe das auch, als ich 4 war, allen gesagt, weil ich das ganz selbstverständlich fand, dass... dass man das auch sagen darf? Genau, und dass man sich auch aussuchen kann. Und, ja, und nach und nach habe ich verstanden, dass das ganz, 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 ganz falsch ist, diese Seite an mir. Und ja, was passiert ist, die Kindergärtnerinnen haben mich zu Hormontests geschickt, weil die Kindergärtnerin dachten, mit meinen Hormonen wäre etwas falsch. Und es war sehr anstrengend. Also, meine Mutter musste mit mir durch zu allen möglichen Ärzten. Und ja, dann in der Grundschule wurde es noch dramatischer, weil ich so eine Lehrerin hatte, die also aus heutiger Perspektive wirklich sadistische Züge hatte. Und es sehr genoss, kleine Kinder zu quälen. Und genau das war es, was sie gemacht hat. Also sie hat den anderen Kindern verboten, mit mir zu sprechen, weil ich nicht normal bin, in ihren Worten. Sie hat eine Schulbank in die Ecke des Raums gestellt. Und damit ich nicht mit den anderen Kindern zusammensitze. Solche Dinge. Und ich habe mich ganz lange gefragt, also es war etwas, mit dem ich mich wirklich auseinandersetzen musste und das sehr viele Jahre Psychoanalyse und Therapien gebraucht hat, um damit zurechtzukommen. Aber ich habe mich ganz lange gefragt, warum Leute sowas machen können. Wenn man, ja, gerade wenn man sieht, wie klein Kinder mit 6 oder 7 oder 8 sind und wie viel Grausamkeit muss dazugehören, so etwas zu machen. Und eine Antwort, die ich für mich gefunden habe, war tatsächlich, dass es eben auch eine systemische Grausamkeit war in der DDR. Dass das Schulsystem in der DDR darauf basierte, Menschen für ein Kollektiv vorzubereiten. Und das beinhaltet natürlich eine Leitlinie praktisch, eine Leitlinie des Verhaltens herzustellen. Und eine der Strategien war, sich jemand in dieser Gruppe herauszusuchen und zu sagen, so nicht, das ist falsch. Und ihr könnt das eure Gruppenidentität anhand dieser Ausgrenzung formen. Und ich glaube, das hat diese Lehrerin tatsächlich in jeder Klasse, die sie betreut hat, gemacht. Und aus heutiger Perspektive würde ich auch sagen, dass es natürlich auch gewissermaßen arbiträr war, denn hätte ich zum Beispiel eine Pastorentochter in der Klasse gehabt, dann wäre es genauso wahrscheinlich gewesen, dass sie diese Person gewesen wäre, die in der Ecke des Raumes an einer separaten Schulbank sitzen muss. Das ist ein Grund, warum ich bin übrigens sehr, immer sehr, sehr skeptisch und sehr ärgerlich, wenn Menschen sehr nostalgisch werden, weil es hat wirklich einen Grund, dass dieser Staat zugrunde gegangen ist. Und es hat wirklich einen Grund, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind für ein anderes und für ein besseres Leben. Und ich glaube, wenn, ja, wir heute, was immer sehr einfach ist, uns dieser Nostalgie für eine Zeit, die wir zum Teil gar nicht mehr erlebt haben, hingeben, dann verschüttet man ganz viel reale historische Wirklichkeit. Ja, ich denke das auch immer, weil es diese Ampelmann Sandmännchen Scheiße vergisst nämlich komplett die Züchtigung der Kinder und das ist das habe ich so, was du erlebt hast, nicht in der Deutlichkeit erlebt, aber ich kenne das natürlich auch, diese Züchtigung im Kindergarten am Tisch sitzen, keiner darf etwas sagen, man muss, wenn man zur Mittagsruhe irgendwie was sagt, wird man weggeschickt, muss im Bad schlafen und so weiter, also so diese wirklich, also das absolut fürchterlich und ich habe mich
lange gefragt, warum das gar nie wirklich thematisiert worden ist. Also das ist also diese das sadistische der Bildungseinrichtung, der Kinderbetreuung, das war unglaublich. Mhm. Also wie viel Schlüsselbünde durch die Klassen geflogen sind und so weiter und welche Art der Züchtigung da passiert ist. Und natürlich alles mit so einer Angst, die man dann als Eltern hat. Mhm. Wie hast du das überlebt? Diese wirklich krasse Ausgrenzung, also das ist, weil auch wenn du jetzt so darüber redest, du hast schon von der Psychoanalyse gesprochen, die dir da viel geholfen hat, aber wenn man so als Kind sowas erlebt, woher hattest du die Stärke? Ja, also ich hatte natürlich Eltern und Geschwister, die mir das Gefühl gaben, aufgehoben zu sein irgendwo die mir auch das Gefühl gegeben haben, schon grundsätzlich irgendwie richtig zu sein. Aber die nichts machen konnten, weil es eben auch Staat ist. Ne? Genau, also weil es Staat war. Also ja. Diese Lehrerin war auch in der Stasi und das war ein Grund tatsächlich, warum die anderen Lehrerinnen und Lehrer nichts gemacht haben, warum die nicht eingegriffen haben, weil die halt Angst hatten. Und ein Grund war auch natürlich, dass man es als Kind nicht wirklich versteht, was passiert. Und dass man als Kind natürlich glaubt, man ist selbst dran schuld. Und dass man als Kind natürlich das nicht weitererzählt, was in der Schule passiert, weil man gar nicht die Worte dafür hat. Und und ich glaube, also was mir wirklich geholfen hat, waren Bücher. Das hört sich so banal an, aber ich habe sehr früh und sehr viel gelesen und es wurde sehr schnell etwas ganz, ganz Wichtiges für mich. Und das waren immer Momente, wo ich so Blicke auf andere Welten werfen konnte. Was hast du gelesen? Ich habe also alles Mögliche gelesen. Also ich erinnere mich so, eines meiner ersten Bücher und ganz lange mein Lieblingsbuch war eine Biografie von Galina Ulyanova, eine russische Balletttänzerin, und es war so ein schönes Buch mit ganz viel Zeichnungen, mit ganz viel Tütüs ich wollte auch ganz lange Balletttänzer werden, deswegen, wegen dieses Buchs. aber ich habe später auch... Hieß halt mit Nachnamen Schreiber und dann ging das halt nicht, ne? Genau. Musste man einen anderen Weg einschlagen. Aber auch Dinge wie sowjetische Science-Fiction-Romane, ich habe sehr viel und auch sehr wahllos gelesen tatsächlich, ganz lange während meiner Kindheit. Und gab es dann schon so, also bei mir ging das dann schon los mit Comics und also so Donald Duck und so weiter. Also ich bin. Das fand ich immer langweilig. Ja. Also ich musste immer so ein richtiges Buch haben. Ich musste so richtig. Streber. genau. Und das ist die andere, die ich sagen wollte, das war ich auch. Und ich glaube, eine Sache, die mich auch mitgerettet hat, war das Gefühl, also ich habe schon viel verstanden in dem Alter und ich wusste, dass die anderen Kinder nicht so klug sind. Und ich wusste, dass die Lehrerin auch was falsch macht. Wenn die zum Beispiel, wenn eine Delegation kam, wie das damals hieß, und irgendwelchen oder andere Lehrerinnen und Lehrer in den Raum kam, um den Unterricht zu beobachten aus irgendwelchen anderen Schulen oder anderen Städten, dann hat sie zum Beispiel die Bankordnung verändert und meine Bank in das normale Banksystem integriert. Und das waren so Momente, wo ich gemerkt habe, da gibt's etwas, was nicht richtig ist. Und ich glaube, die beiden Sachen waren auch sehr wichtig für mich. Und natürlich hat es auch einen gewissen Narzissmus gehabt. Und Narzissmus kann ja auch etwas sein oder ist häufig etwas, was wir aufbauen, um uns vor etwas zu beschützen. Eigentlich auch, um uns selbst zu schützen. Also die Person, die narzisstisch ist. Ja, genau. Und ich habe mir tatsächlich eine Parallelwelt in meinem Kopf aufgebaut. Und auch, weil ich es konnte, tatsächlich. Weil ich intelligent genug war.
um das zu machen. Was hat ihn gerettet? Ich war schlau. Das hört sich ganz schrecklich an. Ne? Apropos Eitelkeit. Apropos Eitelkeit, genau, ja. Oh Mann. Aber ich meine, letzten Endes, also das ist, es ist ja ein femininer Junge mit zwischen 5 und 8, 9, 10 Jahren. Da ist ja sowas wie Sexualität spielt ja noch gar keine Rolle. Also so, also für mich war Homosexualität fing dann, und ich bin 79 geboren, das ist für mich zum ersten Mal wirklich sowas wie mit Freddie Mercury, ist das so, ach so, ist so ein Bild davon gehabt. Ja. Mein Sohn hat das jetzt schon viel, viel eher, natürlich, weil wir auch einen schwulen Freundeskreis haben und so weiter, das ist völlig klar, aber ich habe vor ein paar Monaten hier Riccardo Simonetti mit seiner Mama zusammen interviewt und sie sagt ihm immer, dann sag doch, dass du schwul bist. Und er weiß, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht, ob ich schwul bin mit 14, sozusagen, und in Bayern. Also so Bayern und die DDR. Oder wahrscheinlich einfach Leben in den 80ern in Deutschland oder Anfang bei Riccardo noch ein bisschen später in den 90ern. Was war das dann, was diese Frau, also diese fürchterliche Lehrerin, wovor wollte sie sich da schützen? Also vor einem femininen Jungen? Also wenn man jetzt sozusagen sagt, man hat jetzt so Staatsobrigkeitskisten und hier ist jemand aufmüpfig oder irgendwas, aber ein Junge, der einfach sagt, ich würde vielleicht irgendwie lieber eine Frau sein wollen oder eine Balletttänzer sein. Also was ist da so die, was war das? Also ich glaube, man unterschätzt, wie tief greifend Homophobie strukturell in Gesellschaften verankert ist. Man unterschätzt das genau zu benennen können? Ja, okay. Und man unterschätzt dieses Gespenst, was Homosexualität für viele Leute in den 80ern noch war. Das war eine Zeit, in der Homosexualität natürlich noch als Krankheit auch ganz offiziell als psychische Krankheit galt. Das war eine Zeit, nicht in der DDR zu dem Zeitpunkt, aber wo man noch, oder auch nicht mehr in der BRD, aber wo man bis vor kurzem ins Gefängnis kam dafür. Also, und diese 80er Jahre sind ja häufig auch so ein Objekt von Nostalgie. Und ich finde, das vergisst man häufig, wie brutal das für Menschen wie schwule Männer und lesbische Frauen, das Recht für Transleute war. Und ich finde, so ein bisschen davon merkt man heute den Vorurteilen gegenüber Transleuten. Ich glaube, viele Leute haben sich inzwischen daran gewöhnt, ihre homophoben Impulse ein bisschen zu unterdrücken. Und mit ihren transphoben Impulsen bekommen sie es nicht so gut hin. Und ich glaube, das Skandalon des femininen Seins, womit Schwulsein früher oft gleichgesetzt wurde, liegt darin, dass man diese geschlechtlichen Strukturen, die wir vermeintlich alle kennen, missachtet. Und dass man sich über diese grundsätzlichen Strukturen hinwegsetzt. Und das ist natürlich eine große Gefahr, das kann man als große Gefahr wahrnehmen, wenn jemand sich nicht an die Regeln hält, von denen wir denken, das ist doch etwas, woran wir uns alle halten müssen. Das heißt, du bist als Kind über diese Grenze gegangen und deswegen bist du zu dem Außenseiter geworden. Du hast sozusagen die Grenze des Mann, Frau, junge Mädchen so ein bisschen übertreten und deswegen bist du so ein rotes Tuch geworden. Also du bist nicht im Sinne von der ist vorlaut oder der widersetzt sich sondern du hast dich sozusagen den geschlechterischen Gesetzmäßigkeiten widersetzt. Ja. Und deswegen bist du zu so einer Persona non grata geworden. Genau. Irre. Ja. Es ist lustig, dass du findest, dass du irre findest. Ich finde es halt interessanterweise gar nicht so irre. Und ich glaube, dass das auch natürlich auch etwas ist, was heute noch passiert. Und ich habe zum Beispiel das Kapitel in Zuhause eben auch nicht geschrieben, um Menschen tatsächlich traumatische Kindheitsgeschichte zu erzählen. Oder nicht nur, sondern eben auch, weil ich glaube, dass viele Menschen so aufgewachsen sind, dass Menschen heute noch so aufwachsen, vor allem in ländlichen Gegenden.
Deswegen ja in den 90ern auch noch in Bayern. Genau. Ne? Also so, ja. Das ist. Dass diese Art von Brutalität, die Kindern, kleinen Kindern, die scheinbar geschlechtlichen Normen oder die scheinbar sexuellen Normen nicht entsprechen, obwohl, wie du sagst, man es noch gar nicht sagen kann, weil es Kinder sind. Aber die Brutalität, die solchen Kindern entgegengebracht wird, ist enorm und schockierend. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir gesellschaftlich ja überhaupt nicht bearbeitet haben. Und deswegen finde ich es aber auch irre. Also so, weil es eben, das ist nicht bearbeitet, das ist nicht etwas, was wo schon ganz viel, keine Ahnung, durch Geschichten, Bücher und so weiter, die in meiner Erzählwelt stattfinden, da ist das eben nicht so oft Thema. Und deswegen ist das ein, das dann zu lesen und zu merken, also dass eben nicht das Kind von den, keine Ahnung, Systemfeinden irgendwie angegangen wird, um da drüber an die Eltern ranzukommen, sondern das ist ein Kind, also deswegen, ich habe so ein bisschen auch gedacht, das hätte mir auch passieren können. Und da bin ich froh, dass mir das nicht passiert ist, logischerweise. Aber diesen Blick habe ich so auf die DDR, also wie unbarmherzig die Bildung war das hatten wir schon, aber dass es so im Einzelnen so sein kann, das ist, und gerade wenn es um, also da ist ja, du bist ja nicht rumgerannt und hast irgendwie, keine Ahnung, Wände voll gesprüht. Hab ich nicht. Hättest du mal tun sollen. Ja. Das war tatsächlich, das Ganze ist übrigens daran kombiniert, dass diese Lehrerin versucht hat, mich in ein Heim für schwer erziehbare Kinder zu stecken, wie es damals hieß. Und das sind so kleine Kindergefängnisse gewesen, mit unter brutalsten Bedingungen, wo, glaube ich, niemand, der dort war, halbwegs intakt wieder rausgekommen ist. Und allein, dass es solche Institutionen in einem Staat gibt, dass es kleine Gefängnisse gibt, um Kinder quote-unquote normal zu machen, sollte meiner Auffassung nach jede Art von Ostalgie verbieten, jede Art von Sandmännchen und Ampelmännchen Nostalgie. Mensch, das war doch alles gar nicht so schlecht. Genau so. Und was ist mit dieser fürchterlichen Frau geworden? Die ist nach der Wende tatsächlich, wurde sie sofort gekündigt und ist woanders hingezogen. Und soweit ich weiß, ist sie inzwischen vor ein paar Jahren gestorben. Ist es dir gelungen, ihr zu verzeihen? Nee, und möchte ich auch nicht. Also ich glaube, das ist etwas, was ich nicht verstehen möchte. Und es gibt keine auch Geschichte, explizit, die ich mir ausdenken könnte für jemanden, die so etwas macht. Und ich glaube, es gibt eine angeborenen Sadismus, den Menschen haben. Es gibt eine angeborene Boshaftigkeit, die Menschen haben, und eine Aufgabe des Lebens ist es, damit umzugehen und sich ein sechsjähriges Kind auszusuchen, um diese Boshaftigkeit und diesen Sadismus rauszulassen, ein Objekt dafür zu finden, finde ich so verwerflich und so unverzeihlich, dass ich hier nicht verzeihen möchte. Das ist es ist interessant, dieses wirklich zu sagen, so nein, das möchte ich nicht. Also so, dass man so da sagt, nee, den Gefallen, den kann ich dir und den möchte ich dir auch einfach nicht tun. Ja. Ja. Wir machen mal einen Sprung. Wir sind ja so ein bisschen in die Biografie reingeschlittert hiermit, weil du hast ja erst gesagt, also als wir darüber gesprochen haben, dieses, wir sind ja hier auch um dieses Bild, kann man ohne romantische Beziehung glücklich sein? Und du hast dann erst von dem 18-Jährigen, 19-Jährigen gesprochen, der dann meinte,
man braucht diese Beziehung, man braucht diese romantische Beziehung. Und du hast auch von den 18-, 19-Jährigen gesprochen, der dann eben nicht mehr allein sein konnte, der immer mit Partnern zusammen sein wollte oder eben auch feiern und so weiter und so fort. Wie ist diese, aus diesem See herumlaufenden Daniel mit dem Schäferhund, dem deutschen Schäferhund. Herzliche Grüße an Sibylle Berg. Wie ist das dann sozusagen, also wie bist du dann in die Gruppe gekommen eigentlich wieder zurück? Also wenn doch deine Position lange auch die des Außenseiters war. Ja, ich habe schon als Kind gedacht, dass es an anderen Orten, in Städten, in anderen Ländern Gruppen gibt, deren Teil ich werden kann. Und ich glaube, das kam durch die Bücher, die ich gelesen habe, dass es das Wissen, dass es andere Welten gibt und dass es Welten gibt, in denen ich mich vielleicht aufgehoben fühlen kann. Und ja, so ganz praktisch. Also ich habe meinen Zivildienst in Hamburg gemacht, dann habe ich in Berlin angefangen zu studieren, dann habe ich ein Stipendium für New York bekommen und bin dorthin gezogen. Dort habe ich einige Jahre gelebt und während dieser Zeit ist das so natürlich so von selbst passiert, mit unter anderem mit dem Trinken. Ich habe auch gern Drogen genommen früher. Und wenn ich heute so an diese Zeit zurückdenke, also gerade so Anfang 20 bis 30, 35 oder 33 ist so ein Cut gewesen, dann sehe ich halt vor allem diese Person vor mir, der wahnsinnig wichtig war, sexuelle Bestätigung zu bekommen, die permanent hören musste, dass sie gut aussieht, die permanent unterhalten werden musste. Und natürlich hat das auch eine gewisse Energie, glaube ich. Und beantwortet das deine Frage? Ich habe das Gefühl, das ist eine schlechte Antwort. Aber nein, ich glaube, das ist letzten Endes, ich wollte wissen, woher das kam, und du hast es eigentlich mit diesen Büchern, finde ich, dass man dann weiß, dass es sowas gibt und dass einen dahin zieht. Das Thema Alkohol und Drogen, ich kenne das vor allen Dingen, ich trinke auch nicht seit 3 Jahren und ich kenne das jetzt auch gerade wieder in Pandemiezeiten, dass das einerseits so ein Mittel ist, sozusagen das Leben, wie es jetzt gerade so ist, erträglich zu machen, auch in der Einsamkeit. Ich kenne es aber auch vor allen Dingen als so ein soziales Schmiermittel. Mhm. Also dass man gerade so in den ersten Partys, merkte man das wieder jetzt in diesem Sommer, dass dieses Vorglühen so derartig abgefeiert wurde, also dass die Menschen wieder hinkriegen, miteinander zusammen sein zu können und sich sozusagen, dass das alles wieder geht. Warum fing bei dir das Trinken an? Also aus welchem Grund war das auch sozusagen so ein klarzukommen in so einer mit vielen Menschen oder woher kam das? Das war ein ganz wichtiger Grund. Also ich hatte in jedem Fall so etwas wie eine Soziophobie. Ich hatte Angst vor größeren Gruppen. Ich war sehr schüchtern, sehr lange. Außer wenn ich getrunken habe. Es ist so interessant, weil ich Alkohol, obwohl er fast mein Leben zerstört hätte, hat mir auch ganz viel geschenkt, ganz lange. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht die Person geworden wäre, die ich bin, wenn ich nicht so viel getrunken hätte. Und auch so, ich habe all meine Ex-Freunde also angetrunken oder betrunken kennengelernt. Gibt so dieses schöne Lied, You Only Love Me When You're Drunk? Genau. Von Pet Shop Boys ist es, glaube ich. Also. Hätte ich damals unterschreiben können. das war extrem wichtig und ich würde auch diese Zeit gar nicht missen wollen in meinem Leben, obwohl das tatsächlich später sehr sehr traumatisch war, diese Abhängigkeit.
Und ging dieser, also ich hoffe, es wird nicht zu psychoanalytisch hier gerade. Nein, ich genieße unser Gespräch sehr. Gut, ich auch. Aber es liegt nun mal so da. Und ist dieses Trinken und sind diese Drogen, ging es darum, auch so etwas Geschehenes wegzukriegen, zu übertrinken? Also das, was in deiner Kindheit passiert ist? Oder ging es da gar nicht um etwas zu verarbeiten zu können, was dir passiert ist? Es gibt sehr viele Studien, die belegen, dass Menschen mit traumatischen Kindheiten öfter abhängig werden. Ja. Und ich glaube, das ist eine Verbindung, die sehr auf der Hand liegt. Aber ich bin immer so ein bisschen skeptisch, das andersherum zu erklären. Also meine Abhängigkeit, das war natürlich ein Teil davon, diese traumatische Kindheit. Und natürlich war es sehr viel einfacher, bestimmte Erinnerungen, bestimmte Gedanken über sich selbst, bestimmtes Selbstverständnis wegzutrinken, als sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Aber was so Abhängigkeit an sich angeht, darf man wirklich nicht unterschätzen. Es ist eine Krankheit, es ist eine psychische Krankheit. Es ist etwas, was ein bestimmter Prozentsatz der Menschen haben. Die ist einfach da. Die ist. Also es ist teils genetisch, teils kulturell. Mhm. Aber es gibt eine genetische Komponente in jedem Fall. Und und vor allem bekommt sie irgendwann ihre eigene Logik und ihre eigenen Strukturen. Und da ist sie sehr vergleichbar mit anderen psychischen Krankheiten. Also nehmen wir jetzt Depressionen. Natürlich haben Depressionen oft was damit zu tun, dass Menschen traumatische Erlebnisse schlecht verarbeiten können. Aber trotzdem sitzt sie eine Krankheit an sich. Und trotzdem müssen sie als diese Krankheit behandelt werden. Du hast ja ein Buch darüber geschrieben, Nüchtern heißt das, und da schreibst du, und das ist jetzt 10 Jahre her. Nicht ganz, also aber dann 2014. Da steht im Grunde drin, dass die Deutschen, also dass der im Durchschnitt eine Badewanne voll Alkohol im Jahr saufen. Ja. Unglaublich eigentlich. Das ist unfassbar, also, einfach. Ja. Und was glaubst du, woran das liegt, dass gerade die Deutschen, also das ist ja auch, ne, das ist ja das Land der Biere und das Land des Oktoberfests und all den Sachen und den ja wirklich vielen, vielen Menschen, die wirklich sehr, sehr, sehr viel trinken müssen. Was glaubst du, woran das liegt? Ja, das ist grundsätzlich etwas Kulturelles. Und wir haben uns als Gesellschaft darauf geeinigt, dass Alkohol die Droge ist, die legal ist. Und dieses Einverständnis, dieses gesellschaftliche Einverständnis wird halt kulturell sanktioniert. Das heißt, wir verteidigen dieses Einverständnis. Wir sorgen dafür, dass es intakt bleibt, trotz der sehr deutlichen Zeichen, dass es kein gutes Einverständnis ist, dass es sehr viele Menschenleben kostet, dass es für viele Menschen radikale, zerstörerische Folgen hat, dass es auch gesellschaftlich mit erheblichen Kosten verbunden ist. Und all das müssen wir kulturell praktisch ausgleichen und verteidigen. Mhm. Und ich glaube, das ist der Fall in Deutschland. Also ich bin so ein bisschen skeptisch, was so, ich möchte jetzt natürlich meine so bestimmte Theorien, so kollektivpsychologische Theorien erzählen. Und ich glaube, es gibt in jedem Fall, das ist wirklich so Küchenpsychologie, aber mein Eindruck ist, dass es tatsächlich eine, gerade so dieses Preußische, unter dessen Zügen wir letztlich auch aufgewachsen sind, und was eine sehr bestimmende Kultur war, war ja eine Kultur des Verdrängens, das war eine Kultur des Untertanseins, das war eine Kultur, in der ja eigene psychische Probleme oder eigene Wünsche einfach nicht existent waren. Immer arbeiten. Genau, immer arbeiten. Und da gibt es natürlich eine Verbindung, meines Erachtens nach. Natürlich kann man diese Art von Repression und Verdrängung nicht aufrechterhalten, wenn man
kein Hilfsmittel hat wie das Trinken. Weil natürlich kommt ja alles Verdrängte irgendwo zurück. Und ja. Wie bist du dann, also ich meine, letzten Endes, so sind wir sozusagen in die Alkoholphase gekommen, ja auch in deiner Biografie, auch um Sachen zu verdrängen, die in deiner Kindheit passiert sind. Du hast es in einem Interview auch schon mal erzählt, dass du dann in der Psychoanalyse warst bei einer Owner. Und bist du da hingegangen, weil du gemerkt hast, hier wabert etwas in mir, was ich nicht ganz, was ich irgendwie nicht ganz zu fassen kriege? Oder warum bist du da, also was war, ich meine, mit Mitte 20 zu einer Psychoanalyse gehen, das ist schon erstmal, ich meine, das ist New York, das ist natürlich die Woody Allen-Stadt, ist klar. Das ist ja, also jetzt ist das viel, viel normativer in unserem Kreis, aber damals ja eigentlich noch nicht ganz so, also zumindest nicht in meiner Erinnerung. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied so kulturell. Tatsächlich war das relativ normal in New York, psychische Hilfe zu suchen. Okay. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich, es gehört auch zu der Kultur dieser Stadt, dass man das machen kann und dass es sinnvoll ist, sowas zu machen. Und ich hatte eine sehr schwere Depression und ich hatte eine Deutschschülerin, also ich habe unter anderem Deutsch unterrichtet, die mir gesagt hat, okay, du hast eine Depression und du solltest zu einer Psychoanalytikerin gehen. Und hier ist eine Freundin von mir, die ist sehr gut, geh da hin. Und ich hatte auch nicht so viel Geld und deswegen brauchte ich auch jemand, der eine Sliding Scale hat. Also ich habe pro Stunde $60 bezahlt, was sehr, sehr billig war, weil das teilweise Preise sind, die man sich gar nicht vorstellen kann. So hat es angefangen. Als ein Freund von mir zur Analyse gegangen ist und ein gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht mit mir, hat die Person, oder meinte so, ich habe vielleicht einen Burnout, hat er gesagt, naja, wir können ja gerne über deinen Burnout sprechen, aber du bist Alkoholiker, du solltest erstmal einen Entzug machen. Und da war dieser Freund vollkommen guter Ratschlag. Ja. Völlig perplex und war erstmal sauer und so weiter und so fort. War das bei dir mit dem Alkohol und den Drogen damals auch schon so ein Thema, als du zu ihr gegangen bist? Ja und nein. Also ich würde jetzt im Nachhinein sagen, hat das natürlich, war das eine Komponente, aber das war in dem Alter noch nicht so ausgeprägt. Das war noch eine Zeit, wo ich gern getrunken habe und gern gelegentlich Drogen genommen habe. Und da machst du den Unterschied, also in dem Moment, wo du es nicht mehr, wo du gemerkt hast, ich mache das gar nicht mehr gern, sondern ich muss das ist der, da würdest du so ein... Ich glaube, so ein grundsätzlicher Unterschied ist und auch etwas, also es ist etwas, was ich Leuten, die mit mir darüber sprechen möchten, oft sage, ist, also wenn du eigentlich dir vornimmst, nicht zu trinken und keine Drogen zu nehmen und es dann trotzdem tust, dann, das ist der Moment, wo du vielleicht anfangen solltest, darüber nachzudenken, ob es da nicht ein Problem gibt. Und das zu dem Zeitpunkt hatte ich das noch nicht. Also zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gedacht, ich will das nicht und habe es trotzdem gemacht. Aber es ist, glaube ich, später eine sehr wichtige Rolle gespielt, natürlich, auch in der Psychoanalyse, das Reden über das Trinken und das Reden über eine eventuelle Abhängigkeit. Wie kam das Schreiben dann in deinen, also ich meine, du hast viel gelesen, aber wann ist aus dem Lesenden der Schreibende geworden? Ich habe schon als Teenager viel geschrieben. Okay. Und, Tagebuch oder? Tagebuch, Briefe? Und Lyrik und Briefe. Natürlich ich habe gerade einen Kasten mit Briefen gefunden und war erstaunt, wie viele Briefe man früher geschrieben hat. Ich kann mich an die meisten nicht mehr erinnern. Oder an viele nicht. Scheinbar hatte ich auch eine russische Brieffreundin zum Beispiel aus St. Petersburg. Und die kannst du dich aber nicht mehr erinnern. Nee, genau. Und ich kann es jetzt auch nicht mehr lesen. Und ich habe es irgendwann aufgehört, das Schreiben.
Und du wolltest dann, eigentlich Professor werden, ne? Das war genau, dein Ziel. Ja, und Leistung, Leistung, Leistung. Ja, genau, Leistung, genau. Leistung. Sehen Sie her, liebe Lehrerin. Ich bin nicht Professor. Genau. Und das ist dann erst wieder in New York passiert. Ich glaube, unter anderem auch wegen Ona und wegen der Psychoanalyse. Was wichtig auch war für mich, das war eine lacanianische Psychoanalyse und ich habe während des Studiums sehr viel Lacan gelesen, also diesen französischen Psychoanalytiker. Das war total, aus irgendeinem Grund war mir das total wichtig. Was ist das für eine Lacanianisch, also Lacan, Jacques Lacan heißt der Psychoanalytiker. Und der hat, um es banal zu sagen, Freud dekonstruiert und Freud modernisiert. Inwiefern? Ein Beispiel zum Beispiel ist, dass eine Stunde in der lacanianischen Analyse kann nach 10 Minuten, aber auch nach 2 Stunden zu Ende sein, weil sie erst dann zu Ende ist, wenn man den Eindruck hat oder wenn die Therapeutin oder der Analytiker den Eindruck hat, das Unbewusste spricht. Also das Ziel ist, das Unbewusste sprechen zu lassen. Also das, wo man eigentlich keinen Zugang zu hat. Und das ist zum Beispiel eine Idee, die bei Freud angelegt ist, aber die Lacan herausgearbeitet hat. Und ich hoffe, ich habe jetzt das halbwegs okay und sinnvoll und richtig beschrieben und du bekommst nicht wahnsinnig viele Zuschriften von Lacanianerinnen und Lacanianern, die ich habe noch nie gehört, so davon gehört, dass es die überhaupt gibt. Und ja. Wenn sie denn jetzt schreiben, ich möchte mehr über Jacques erfahren, das finde ich auf jeden Fall natürlich interessant. Aber es geht vor allen Dingen um die Frage des Bearbeitens sozusagen. Ne? Also es ist gar nicht unbedingt, also die, wie kommt man an eine Person, an das Bewusstsein ran, so wie ich es verstehe. An das Unbewusste. An das Unbewusste, ja, genau. Ja. Also es ist eher eine Frage, das dekonstruiert heißt in dem Fall eher das Handwerk. Also nicht die Idee, wie Sachen geprägt sind, sondern eigentlich, wie kommt man dahin? Zum Beispiel bei Freud ist es halt ganz klar, es gibt bestimmte Wege, wie man an das Unbewusste kommt. Zum Beispiel durch den Witz. Also der Witz ist für Freud der Königsweg zum Unbewussten. Und etwas, was bei Lacan sehr wichtig geworden ist, sind die Abfolge von Signifikanten. Das heißt, das sind Assoziationen, die man hat. Das sind Versprecher oder falsche Assoziationen, die man vielleicht hat und wo sich etwas zeigt im Unbewussten. Oder wo sich etwas zeigen kann, worüber ein Teil von einem, dass ein Teil von einem vielleicht raus möchte, dass es da etwas gibt, worüber man sprechen sollte oder ein Teil da sprechen möchte, aber den man nicht lässt. Und ich hoffe wirklich, dass ich das halbwegs sinnvoll beschrieben habe. Ich zweifle gerade so ein bisschen an mir, weil ich da schon extrem lange nicht mehr drüber gesprochen habe und auch schon sehr lange nicht mehr drüber nachgedacht habe. Und was machst du jetzt für eine Analyse, wenn du jetzt zur Therapie gehst? Ja, momentan mache ich keine. Okay. Und ich habe einen Psychiater, der mit dem ich alle 3 Monate allgemein über meine psychische Verfassung spreche und und wir haben unter anderem neulich drüber gesprochen. Er meinte, ja, es hat vielleicht erstmal gar nicht so viel Sinn, nach so vielen Jahren Analyse und Therapie vielleicht. und das ist tatsächlich ein Problem, weil irgendwann, ich habe 11 Jahre lang Analyse gemacht und verschiedene Therapien davor und danach. Und irgendwann hat man natürlich ein bestimmtes Vokabular und ein bestimmtes Wissen um sich. Das ist schwer, das aufzuholen in dem therapeutischen Kontext. Man weiß vielleicht schon zu viel darüber, wie solche Therapien funktionieren. Ach so, das heißt, du kannst dich gar nicht mehr so frei dahin bewegen und frei dich dem hingeben, sondern du kennst die Abläufe, du bist sozusagen, also so du
Du bist dein eigener Zahnarzt im Grunde. Im Grunde ja, genau. Ja. Ja. Aber lass uns mal über das zum Schreiben nochmal kommen. Also du hast Briefe geschrieben nach Russland und Antworten bekommen, die du nicht mehr entziffern kannst. Du wolltest eigentlich Professor werden und bist dann aber Schriftsteller geworden, der sich sozusagen aus dem sicheren, sicher scheinenden Unistuhl, sage ich jetzt mal, in ein prekäres Schriftstellerleben irgendwie Stühlchen gesetzt hat. Wann kam diese Entscheidung, kam die dann schon in New York oder war das, als du wieder in Berlin warst? Nee, das kam in New York tatsächlich. Ja. Und das hatte ganz viel damit zu tun. Unter anderem, weil ich für mich dieses neue Leben aufgebaut habe in New York mit meinem damaligen Partner. Und dieses Leben hatte wenig mit der Universität zu tun. Mhm. Und das ist das freie Leben dann gewesen, das New Yorker, wie man sich das sozusagen vorstellt. Genau. Und in dieser Zeit bin ich immer weiter von der Idee abgerückt, dass die Universität etwas für mich sein könnte. Es hatte auch natürlich mit bestimmten universitären Strukturen zu tun, die, glaube ich, bis heute für viele Leute sehr schwierig sind. Also es ist natürlich eine Struktur, die diesen ganzen Mittelstand, den es an der Universität gibt, praktisch dazu verdammt, irgendwann arbeitslos zu werden. Und in dieser Zeit aber für mich habe ich so das Leben, also wirklich auch neue Aspekte der Welt kennengelernt. Das vergisst man ja auch immer, dass die Welt so groß ist und dass man nur so einen kleinen Teil davon kennt. Und ich habe so viele neue Sachen kennengelernt und so viele neue Dinge, die mich interessiert haben und ich ausprobieren wollte. Und so viele Dinge, die ich lernen wollte. Und alles Dinge, die man an der Universität nicht lernen konnte. Und die Psychoanalyse war tatsächlich ein großer Teil dessen. Und ich habe dann, also mein erstes Buch, eine Biografie über Susan Sontag, eine amerikanische Schriftstellerin, die hätte ich zum Beispiel ohne diese Psychoanalyse nie schreiben können. Warum? Weil ich es gar nicht geschafft hätte, mir den Raum zu geben, weil ich es gar nicht geschafft hätte, mir zu erlauben, das zu sagen, was ich zu sagen hatte. Das war ganz lange für mich das allergrößte Problem beim Schreiben, dass ich mich nicht getraut habe zu sagen, was ich wirklich sagen wollte. Ist das dieses, also das eine ist, du hast ja erst schon gesagt, du wusstest eigentlich, dass du schlauer vielleicht bist als deine Mitschüler und Mitschülerinnen. Aber dann ist es das, was du auch mal schwule Scham genannt hast. Ist das dann zu sagen, okay, ich weiß zwar eigentlich, ich habe diese Gedanken, aber ich schäme mich, das aufzuschreiben oder das nach draußen zu kriegen? Oder hat das damit gar nichts zu tun? Es hat ganz viel mit schwuler Scham zu tun. Oder mit Scham im Allgemeinen. Also dann natürlich ist Scham etwas, und ich habe über Queer Shame geschrieben, weil es natürlich wirklich etwas ist, was viele queere Menschen haben, unter anderem ich. Und etwas, was ich auch ganz lange verdrängt habe. Und was aber mein Leben extrem bestimmt hat. Und dessen Auswirkungen ich bis heute teilweise sehr deutlich spüre. Aber Scham ist natürlich etwas, was allgemein dich dazu bringt, dich zu verstecken. Was damit einhergeht, dass du es lernst, dich permanent zu verstecken. Dass du es lernst, Menschen eine Seite von dir zu zeigen, von denen du glaubst, sie wollen diese Seite sehen. Oder es wäre angebracht, diese Seite zu zeigen. Wenn man das einmal gelernt hat, dieses sich verstecken, ist es, glaube ich, wahnsinnig schwer, da rauszukommen. Weil das so ein System ist, was scheinbar erstmal gut funktioniert, weil das so ein System ist, was eine scheinbare Sicherheit verspricht. Natürlich, man muss sagen, das ist nicht mit Sicherheit verbunden. Im Gegenteil, das hat immer dramatische psychische Folgen. Diese Scham. Ja, oder dieses Verstecken. Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, ehrlich miteinander zu kommunizieren. Und wenn man sich das verbietet, dann hat das immer psychische Folgen. Aber genau da
konnte ich halt beim Schreiben sehen, genau das hatte ich. Also ich habe mich so versteckt die ganze Zeit in meinem Leben. Und dass ich selbst jetzt bei mir beim Schreiben, diesem Ort, den nur ich und dieser Computer oder das Blatt Papier oder wie auch immer haben, es nicht geschafft habe, ehrlich zu sein und wirklich das zu sagen, was ich wollte. Und ich glaube, ein Teil meines gesamten Schreibprojekts beruht wirklich darauf, das zu lernen und das zu können. Und das zu machen hat etwas unheimlich Befreiendes. Das heißt, du hast das, also du hast jetzt, habe ich das richtig verstanden, du hast das noch immer, diese Scham, wenn du schreibst? Oder ist die, nee. Ist die nee, okay, nee. Dann habe ich das gerade nicht verstanden. Inzwischen gar nicht mehr tatsächlich. Okay. Aber das war ganz lange etwas, was mich beschäftigt hat, was ich immer wieder gemerkt habe. Da gab es sozusagen dieses Bild nach außen, der good-looking Daniel mit den vielen Freunden in New York, aber derjenige, der sich zu Hause dann doch nicht traut oder am Schreibtisch nicht traut, zu schreiben und so. Also da gab es diese beiden Personen sozusagen noch. Das, also nach außen und nach innen war eben nicht im Abgleich, genau. So wie ich es verstehe gerade. Ja. Okay. Genau so. Und dann du bist sehr gut daran. Vielleicht solltest du mal Therapeut werden. Küchenpsychologie. und wann fand dieser Abgleich dann statt? Was würdest du sagen? Also was hat dir da geholfen zu dieser, naja, du hast einer schon gesagt, dass Ona irgendwie eine Rolle gespielt hat oder die Psychoanalyse, so eine Erlaubnis überhaupt, zu so einer Erlaubnis zu kommen. Also könnte ich ja sagen, Mensch Daniel, du schreibst doch super, mach das doch mal weiter, aber das ist es ja wahrscheinlich nicht. Nee, in der Psychoanalyse habe ich überhaupt erst solche Strukturen sehen können. Ich habe überhaupt erst verstehen können, dass ich mich verstecke. Weil natürlich weißt du das in dem Moment nicht, weil du versteckst dich ja nicht bewusst. Es ist ja ein Automatismus geworden, den du dein ganzes Leben lang mit dir trägst. Und das waren Momente, wo ich überhaupt erst verstanden habe, dass ich es tue. Aber so grundsätzlich, jetzt kommen wir zu nüchtern zurück, war also aufzuhören zu trinken in meinem Leben, aber auch das Buch nüchtern zu schreiben. Das waren beides Dinge, die sehr wichtig dafür waren, worüber wir eben gesprochen haben. Also sehr wichtig dafür waren, dass ich mich traue zu schreiben, was ich denke. Und für mich war nüchtern diesbezüglich wirklich ein Durchbruch. Also wirklich an so einen Punkt der Ehrlichkeit zu kommen, wirklich an einen Punkt zu kommen, wo ich wirklich merke, ja, das ist es. Und auch so lange zu suchen, bis ich zu diesem Punkt komme. Und auch kritisch genug mit mir selbst zu sein, zu sehen, was ich hier geschrieben habe. Ich komme dem Punkt schon nahe, aber ich bin noch nicht wirklich da. Du musst noch weiterarbeiten daran. Also auch eine Klarheit und nicht sozusagen so ein Nebel von Rausch, der da drüber liegt oder Kater oder was auch immer. Ja, und ich glaube auch, natürlich trinken auch viele Menschen, um halt dieses kaputte System, was man sich aufgebaut hat, weiter aufrechtzuerhalten. Und für mich war, ich habe auch getrunken, um mich weiter und besser verstecken zu können. Und in dem Moment, wo der Alkohol weg war, ist dieses System halt zusammengebrochen und sich zu verstecken ist sehr viel schwieriger geworden. Und deswegen kannst du jetzt aber auch, weil du das nicht mehr hast, kannst auch wirklich allein sein, weil du gelernt hast, dass, also das vorher, so wie ich es zumindest dann auch nüchtern so gelesen habe, hat das ja auch geholfen. Und was du gerade auch schon mal erzählt hast, ne, diese in großen Gruppen und so weiter, das hilft ja alles und dann gewöhnt man sich das nach und nach ja kalt ab. Und dann irgendwann, irgendwann kann man auch dieses Alleinsein wieder. Deswegen kannst du auch, seitdem du nicht mehr trinkst, auch allein sein. Ja. Ah, okay. Verstehe ich. Und kannst du mit jemandem befreundet sein, der trinkt? Ja. Also auch im Sinne von viel trinkt? Also ich kann nicht mit jemandem befreundet sein, der abhängig ist. Einfach, weil ich zu sehr diese Strukturen sehe, weil mir es zu leid tut, weil ich das psychisch auch gar nicht bewerkstelligen kann, mich nicht verantwortlich zu fühlen, dieser Person nicht helfen zu wollen, ein Geheimnis für die Umwelt daraus zu machen. Aber Alkohol gehört zu unserem Leben, unserem gesellschaftlichen Leben dazu. Und eben halt die 85% der Menschen, die wirklich trinken können, die
trinken halt. Und es wäre komplett albern zu sagen, also in meiner Gegenwart dürft ihr nicht trinken, weil ich meine, also wenn nee, das nicht, ist das ist verbieten. Das kenne ich auch, aber so diese Frage des wie viel geht, also so wie viel kann man ertragen. Also ich kenne das früher zum Beispiel auch, ich habe noch nie chemische Drogen genommen und ich kenne das so von, wenn man so merkt, oh, okay, ich bin jetzt the only one. Und dann bin ich dann immer irgendwann gegangen, weil ich dachte, das funktioniert für mich einfach nicht. Und ich konnte aber dennoch immer mit diesen Menschen befreundet sein, aber sozusagen nur bis zu einem gewissen Punkt. Da musste ich leider immer nach Hause. Ich glaube, eine der großen Dinge, die man lernt, wenn man nicht mehr trinkt, ist sagen zu können, ich gehe jetzt. Und das ist so eine Befreiung. Und ich, das mache ich bis heute und ich mache bis heute gerne. Und gerade wenn so Leute, wenn es so eine, auch so eine Schwelle erreicht, wo man merkt, ja, du bist jetzt schon betrunken. Ich glaube, ich gehe jetzt nach raus. Für die anderen ist es aber eine ganz große Erleichterung. Auch wenn alle sehr richtig sich dicht schießen. Und man, der einzig nüchtern im Raum ist, wenn der dann geht, dann ist es für alle so, oh, das schlechte Gewissen geht nach Hause jetzt. Jetzt guckt niemand und niemand weiß mehr am nächsten Tag. Ich kenne das ja auch von früher. Ich habe auch so viel Verständnis für diese Menschen. Ich habe mich früher genauso gefühlt. Und ich fand es früher ganz schlimm, wenn jemand nicht getrunken hat. Und habe alles gemacht, um diese Person zum Trinken zu bringen. Ja. Gibt es so einen Marker-Tag, wo du aufgehört hast für dich? Nee, es waren Schleichend, ne? Genau, es waren so viele Momente der Klarheit, die sich so aufgebaut haben, einer nach dem anderen. Und irgendwann ist es tatsächlich passiert und hat sich wie so ein Geschenk angefühlt. Und es tut es auch heute noch. Also es ist wirklich so ein Geschenk. Dieses Wissen, was ich plötzlich hatte, das nicht mehr machen zu müssen, war... Wie meinst du das Wissen, dass du das nicht mehr machen musst? Ich hatte vorher nie gedacht, dass ich ein Leben führen kann, in dem Trinken keine Rolle spielt. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Leben ohne Alkohol haben kann. So ganz bewusst, auch wirklich, dass du so weißt, okay, ich kann mir ein Leben ohne Alkohol nicht vorstellen. Also so ausgesprochen. Ja. Ja. Wow. Ja, und das können sehr viele Leute nicht, weil das eben so grundsätzlich zu dieser Gesellschaft, dieser Kultur gehört. Weißt du, es sind alle möglichen Anlässe. Jede Feier ist mit Alkohol verbunden. Aber dass man das, also ja, aber dass man das so bewusst ausspricht, ist nochmal so ein bisschen, das macht das nochmal ein bisschen, verstärkt das Ganze nochmal ein bisschen. Das eine ist ja zu sagen, ja, ich trinke schon mal ganz gerne ein und wenn so mit was da ist, ist ja super. Aber wirklich zu sagen, ich kann mir ein Leben ohne das nicht vorstellen, das ist wirklich ein, das finde ich ein, also kenne ich, diesen Satz kenne ich von niemandem. Ich kenne ein paar Leute, die auch gerne viel trinken, aber dass die sagen, also. Frag die mal. Ich glaube, wenn du dir das fragen würdest und wenn du die zum Nachdenken bringen würdest darüber, dann würden die jetzt wahrscheinlich sagen. Weil ich glaube, so fühlt sich das genau an. Du kannst dir das Leben nicht ohne Alkohol vorstellen, wenn du regelmäßig viel trinkst. Weil dein ganzes Leben darauf aufbaut. Und jetzt weißt du, also das meinst du mit Wissen, du hast dann irgendwann gewusst, ich kann doch ein Leben ohne Alkohol leben. Ich habe irgendwann gewusst, ich muss nicht mehr trinken. Und das war wie so eine Erleichterung. Das war genau dieses Geschenk, dieses plötzliche Verständnis. Ich kann das einfach weglassen. Ich kann mir einfach ein neues Leben ohne bauen. Und ich muss nicht mehr trinken. Ja, es war wirklich ein Riesengeschenk, für das ich bis heute tatsächlich jeden Tag dankbar bin. Wie viele Beziehungen sind mit dem Alkohol runtergespült worden? Also so, es ist ja ein neues Leben. Also so, das weiß ich von einem guten Freund von mir. Ja. Der hat einfach ein komplett anderes Leben jetzt. Ja. Also der meditiert jetzt und geht nicht mehr so oft feiern, ist früh auch wach. Und das ändert ja natürlich so komplett auch so einen Freundeskreis. Das ist ein bisschen ähnlich. Also ich kenne das, als ich Vater geworden bin, da merkte ich plötzlich, okay. Jetzt gibt es neue Freunde und es gibt ein paar alte nicht mehr, die noch immer noch im Berg anhängen. Ich glaube, es ist ziemlich vergleichbar tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, es ist ziemlich vergleichbar, weil im Grunde, was du machst, wenn du Vater bist, du betrittst ja eine andere soziale Welt und genau das habe ich auch gemacht, als ich aufgehört habe zu trinken. Es sind schon einige Freundinnen und Freunde, die ich danach nicht mehr gesehen habe oder die ich
bei denen ich gemerkt habe oder bei denen wir auch gemerkt haben, ja, es funktioniert nicht gut ohne das Trinken. Und bei einigen von denen ist es irgendwann wieder zu kommen, dass wir uns trotzdem sehen, und aber bei einigen auch nicht. Und bei einigen weiß ich auch ganz genau, ja, die sind selber abhängig und die müssen selber da was bearbeiten, und ich kann ihnen dabei nicht helfen. Also ich kann für Gespräche bereitstehen, ich kann offen sein, darüber zu sprechen, aber ich kann nichts daran machen, dass sie abhängig sind und ja, in dieser Krankheit verfangen sind. Warum spielt Unabhängigkeit so eine krass große Rolle für dich? Also ob das jetzt Abhängigkeit vom Alkohol ist, ob das auch eine Abhängigkeit von Menschen ist, die Frage, kann man allein leben, kann man aber auch ohne richtiges Zuhause leben? Das sind ja alles so Anker, die einerseits Anker sind, was ja auch ganz schön ist, aber die einen ja auch festhalten können, so ein Anker. Und irgendwie geht's deiner Arbeit ja doch immer wieder darum, sozusagen so frei, unabhängig zu sein. Du bist wirklich gut da drin, du sollst wirklich Therapeut werden. Das habe ich noch nie jemand gefragt. Und das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann. Ich glaube, das ist eines dieser Sachen, die man sich nicht wirklich aussucht. Also wir suchen uns sehr viele Sachen im Leben nicht aus. Und und tatsächlich ist Unabhängigkeit etwas Wichtiges für mich. Und tatsächlich kenne ich es, dass es so einfach ist, in Strukturen der Abhängigkeit zu gehen. Von Menschen, von Orten, von sozialen Kontexten, von Drogen, von Alkohol. Das heißt, diese Abhängigkeit hat immer was Verführerisches, weil sie tatsächlich immer mit einem Versprechen von Sicherheit einhergeht, mit einem Versprechen von Aufgehobensein, mit einem Versprechen davon, dass man weiß, woran man ist. Meistens verbaut man sich damit den Rest des Lebens. Meistens verbaut man sich damit den Blick auf das, was noch sein kann, auf das, was ich vorhin gemeint habe, damit, dass die Welt so groß ist. Und weil der Anker hält einen ja auch an dem Hafen fest, an diesem einen Hafen, ne? Wenn man so in dem Bild bleibt, so wenn man irgendwie frei ist, dann kann man auch überall hingehen und kann auch alles machen und kann auch jeder die Person sein, die man sein will. Um in dem Bild zu bleiben, man kann ja auch in sich einen Anker finden. Mhm. Und ich glaube, dass es vielleicht darauf ankommt, in sich die Sicherheit zu finden und in sich diesen Anker zu finden. Und ich glaube auch persönlich, dass man erst dann wirklich gute Beziehungen eingehen kann, sei es zu Menschen, zu Orten. Bist du jetzt so weit, dass du sagen könntest jemanden, ich bin jetzt einsam? Also gerade bin ich nicht einsam. Und ich finde es wichtig, diese Unterscheidung mache ich auch im Buch. Und das ist zwischen wirklich, allein und einsam, genau. Willst du die einmal kurz, was ist deine Unterscheidung, die du da machst? Genau, und ich sag das gleich so schnell, weil ich das wirklich wichtig finde und weil ich glaube, Menschen reden nicht über Einsamkeit und das ist so ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass man darüber redet. Wir benennen alles Mögliche mit Einsamkeit, außer das, was wirklich Einsamkeit ist, und zwar die Phasen, in die Menschen geraten, wenn sie lange Zeit ohne bedeutende soziale Kontakte auskommen müssen. Und diese Phasen gehen immer mit einer Hypersensibilität einher, was die Abneigung oder Zuneigung anderer Menschen betrifft. Diese Phasen gehen immer damit einher, dass man Gefahren sieht, wo vielleicht keine sind. Die Phasen gehen oft mit psychischen Problemen einher, die wiederkommen oder überhaupt erst ausgelöst werden. Also diese akute Form der Einsamkeit ist etwas sehr Dramatisches und Traumatisches, und wir alle erleben sie im Laufe unseres Lebens. Wenn Menschen sterben, wenn es große Umbrüche gibt, wie jetzt mit der Pandemie, wenn Menschen aus unserem Leben gehen, wenn Beziehungen enden, wenn wir krank werden, sind solche Phasen der Einsamkeit praktisch unvermeidbar.
Und deswegen finde ich es sehr wichtig, darüber zu sprechen. Und aber gerade habe ich so eine Phase der Einsamkeit nicht. Nee, aber könntest du das jetzt sagen? Also das ist ja das ist ja etwas, wenn man einsam ist, dann ist das, und das kommt in diesem Buch auch super deutlich, ist es ja irgendwie so ein Rucksack, der irgendwie, also alles andere als schön ist. Ja? Mhm. Also und das ist wie so ein, oh Gott, da hat jemand einen riesen eitrigen Pickel direkt auf dem rechten Auge. Ja? Und das aber zu sagen, also ich kenne nicht, dass jemand zu mir sagt oder jemals gesagt hat, ich bin jetzt gerade einsam, weil das ist schon, da gehört schon sehr viel dazu, dass man das so zugibt und sagt, übrigens, das eine ist, man sagt, ich bin überarbeitet, das sagt man, sagt, man fühlt sich gerade traurig, man sagt alles, aber also dieses, ich bin einsam gerade, Matze. Du hast total recht, Also auch, weil man sich das selbst natürlich nicht zugeben möchte. Und ich glaube, also ich wünschte, dass wenn ich in einer Phase der Einsamkeit komme, dass ich das dann in der Lage bin, das zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob du das ob dann ich dazu, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob da nicht die Selbsttäuschungsmechanismen wieder anfangen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das zugeben könnte, obwohl ich darüber geschrieben habe, obwohl ich darüber nachgedacht habe, obwohl ich versucht habe, meine Erfahrungen für mich zu analysieren. Ich glaube, Einsamkeit ist so grundsätzlich etwas, was gegen den Strich des Lebens läuft, was wir führen sollten. Und gegen all die Bilder, die wir ja immer wieder sehen, ne? Das ist ja, also das Einsamkeitsbild ist immer hinterlegt mit trauriger Musik. Ja. Oder wie du vorhin gesagt hast, ne, mit Leuten in großen Marzahner-Wohnblöcken und so weiter. Genau, also diese Bilder. Aber wenn du dich einsam gefühlt hast, ist das eine Einsamkeit, die heißt, du bist allein, oder ist das auch eine Einsamkeit, die du kennst, wenn du unter vielen bist? Ich kenne diese Einsamkeit unter vielen nicht mehr wirklich, muss ich sagen. Also was ich mit Einsamkeit meine, ist wirklich diese akute Einsamkeit. Ich habe so einen leichten, ich finde es verständlich, aber auch so ein klein bisschen ärgerlich, wenn Menschen sagen, ja, aber auch in Beziehungen kann man einfach sein. Oder in Gruppen fühle ich mich manchmal einsam. Das sind alles schmerzhafte Gefühle, die zu bearbeiten sehr wichtig ist. Aber es sind eben schon andere Dinge. Also ich würde behaupten, dass wenn man sich von seinem Partner nicht oder seiner Partnerin nicht gesehen, nicht erkannt, nicht verstanden fühlt, das ist etwas sehr Schlimmes und was sehr häufig etwas Traumatisches. Aber das ist nicht Einsamkeit, weil der Partner oder die Partnerin ist da und mit Sicherheit versteht der Partner oder die Partnerin zumindest Teile von einem. Aber bei akuter Einsamkeit sind Menschen wirklich dazu verdammt, ohne bedeutende soziale Kontakte zu verbringen. Und das suchen sie sich auch häufig nicht aus. Und das kann äußere und innere Gründe haben. Es kann äußere Gründe haben, wie jetzt die sozialen Lockdown-Maßnahmen der Pandemie. Das kann aber eben auch innere Gründe haben. Und und ich finde auch, ich bin auch mal so ein bisschen ungeduldig mit Menschen, die sagen, dass sie sich in Gruppen einsam fühlen, weil ich dann immer denen eigentlich immer sagen möchte, weißt du was, also Menschen sind so interessant, stell doch mal ein paar Fragen. hör mal auf, über dich nachzudenken und stell einfach mal der Frau oder dem Mann, der neben dir sitzt, eine Frage und hör dir an, was die erleben und was sie zu sagen haben. Du wirst überrascht sein. Das könnte interessant sein, das stimmt. Nun ist es bei dem Thema Alkoholismus zum Beispiel. Ich würde sogar auch sagen, Depressionen, bei ganz vielen Sachen, wo man sagt, okay, da bin ich jetzt als Freund, da sehe ich Daniel oder Michaela, Maxi, denen geht es gerade nicht gut, ich muss als Freund da sein. Wie kann man das erkennen? Wie kann man Einsamkeit erkennen? Also wie kann man als Freund
ein guter Freund sein, wenn der Freund oder die Freundin einsam ist und dir nicht sagt, Matze, ich bin gerade einsam. Mhm. Was sind so Anzeichen dafür? Ja, ich glaube, es ist sehr schwer zu erkennen. Einsame Menschen sind schwer zu erkennen, weil sie es verstecken, weil sie wissen, dass etwas Schambehaftetes ist, weil es etwas ist, worüber sie nicht reden möchten. Und es ist auch schwer zu erkennen, weil wir selbst darüber nicht reden möchten. Ne? Also weil für uns selbst Einsamkeit so was Traumatisches ist, dass wir damit gar nichts zu tun haben möchten. Also, weil es so ansteckend wirkt. Genau, ne? Genau. Also häufig haben wir genau das Gefühl, dass es irgendwie ansteckend ist. Mhm. Und es ist auch ein bewusstes Gefühl. Wir denken natürlich nicht, wir können es mit Einsamkeit anstecken, aber es ist so ein unbewusstes Gefühl wie, damit habe ich lieber nichts zu tun. Lass mich lieber über was anderes reden. Ich glaube, man kann es erkennen, indem man mit Menschen spricht und indem man auch Fragen stellt, indem man ganz konkrete Fragen stellt. Wie sieht dein Tag gerade aus? Worüber denkst du gerade nach? Hast du Lust, mal was zu machen? Solche Sachen. Mhm. Und ich glaube, dann bekommt man sicherlich ein Gefühl dafür, wie viele soziale Kontakte der Mensch hat, ob der Mensch in der Lage gerade ist, soziale Kontakte zu haben. Man bekommt ein Gefühl für diese Schamhaftigkeit, für diese Angst, die dahinter steckt. Man muss sich unterhalten und man muss auch dieses negative Gefühl zulassen, davon angesteckt werden zu können. Wann hattest du das letzte Mal dieses Gefühl, auch wenn du genauso wie alle anderen es vermutlich nicht wahrhaben wolltest? Du meinst bei mir selbst das Gefühl der Einsamkeit oder bei jemand anderem? Bei dir selber? Das im vergangenen Jahr während der Lockdown-Maßnahmen habe ich mich sehr einsam gefühlt und ich wollte es auch nicht wahrhaben, dass ich mich einsam fühle. Und es war irgendwann sehr offensichtlich, weil ich mich mit dem Thema natürlich schon auseinandergesetzt hatte. Du warst ja schon dabei. Genau, und dann bin ich auf dieses Erleben gestoßen worden sozusagen und ich konnte ihm gar nicht ausweichen. Und ich glaube, ich werde ihm sehr gerne ausgewichen. Und selbst wenn ich heute daraus lese, aus diesem Kapitel zum Beispiel, oder wenn ich jetzt mich wie mit dir darüber unterhalte, dann habe ich auch immer das Gefühl, ich kann dir jetzt alles erzählen und das ist richtig. Aber richtig so einen emotionalen Zugang zu dieser Phase habe ich nicht mehr, eben weil wir es uns nicht aussuchen. Wir spalten das ab. Wir spalten die meisten traumatischen Sachen ab. Und das ist nichts Bewusstes. Das ist etwas, was wir einfach so machen, was unser Unbewusstes macht. Was uns ja auch hilft. Also die Päckchen zu packen und dann mal schön in den Keller zu legen. Mensch, super Ort. Hauptsache er ist trocken. Genau, zumindest eine Zeit lang hilft es. Irgendwann haben diese Päckchen so eine Angewohnheit, wieder vor deinen Füßen zu liegen. Und wo man gar nicht weiß, wie der hinkommt. Und wenn jetzt die Zahlen gerade, sagen wir mal so, die Corona-Zahlen wieder nach oben gehen und man jetzt ist ganz, ganz kurz vor Weihnachten, es ist der Januar und der Februar und wir wissen, Berlin in diesen Monaten ist wirklich besonders schön. Ist richtig schön. Kommen Sie mal vorbei. Es lohnt sich. Berlin ist niemals schöner als im Januar. Im Januar, das lohnt sich immer. Immer unbedingt herziehen im Januar. Wenn man denkt, große Stadt, Januar. Vor allem nach so einem feuchten Schneefall, das dann wird es besonders schön. Ah, gestern. Genau. Du hast ein schönes Wort in dem Buch drin, das nennt sich Selbstreparatur. Gibt es etwas, was dir so über das Jahr und auch über diese Beschäftigung mit dem Thema geholfen hat, wo du weißt, okay, das sind jetzt ein paar Werkzeuge, die ich habe, damit dieser Januar oder dieser Februar, der jetzt kommen könnte vielleicht, wir wissen ja nicht, was sozusagen auch eine Entscheidung ist, damit irgendwie das nicht nochmal passiert? Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, damit wieder anzufangen, damit, was einem geholfen hat. Weil ich glaube, dass die meisten von uns werden das kennen, dass man, wenn es einem schlecht geht, genau die Sachen nicht macht, die einem helfen. Also man man macht keinen Sport. Man macht keinen Sport, macht kein Yoga mehr, man geht nicht mehr laufen. Man isst auch nicht mehr
okay, sondern man fängt an, so schlimme Sachen zu essen, die ganze Zeit. Man fängt an, zwanghaft zu essen. Manche Leute fangen wieder mit dem Rauchen an. Alles Dinge, die, von denen man weiß, sie sind nicht gut. Und genau, und ich glaube, also vielleicht der erste Hinweis wäre vielleicht, oder erst mein erster Ratschlag für mich selbst vor allem wäre, okay, du, wenn diese Zeit jetzt wieder anfängt, du machst die Sachen, von denen du weißt, die tun dir gut. Auch wenn du gerade das Gefühl hast, du hast keine Lust drauf, auch wenn du gerade das Gefühl hast, hat ja eh keinen Sinn, weil du weißt ganz genau, das ergibt einen Sinn. Roll diese blöde Yogamatte raus und, ja, wirklich. Und mach's. Die sieht so schön aus und war so teuer. Genau. ja, und ich glaube, also ich beschreibe in Allein verschiedene so Techniken der Selbstreparatur und ich glaube, es können sehr viele Sachen sein. Das kann Sachen wie Yoga sein. Also für mich ist das Wandern etwas, was extrem wichtig ist. Das Gärtnern ist etwas, was sehr wichtig für mich ist. Aber auch das Stricken. Also es gibt alle möglichen Dinge, die man machen und kann und mit deren Hilfe man so Räume der Selbstbegegnung sich erschaffen kann. Und auch Räume der Unabhängigkeit. Und Räume der Unabhängigkeit. Gärtnern, ja. Kochen, Stricken, genau. Wandern. Das ist kein Teamsport mit drin. Ne? Es ist nicht unbedingt. Das heißt, ich spiele gerne Fußball. Mache ich gar nicht gerne. Machst du, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du das ist mein persönlicher Albtraum. Mal richtig schön kicken gehen. Genau, ne? Ja. Kicken ist auch wirklich das schlimmste Wort. Das fängt schon mit diesen komischen Schuhen an. Und so. Ist alles daran ist auch nicht so richtig meins. Wie ist das mit dem Erfolg des Buchs jetzt? Weil du, also man muss jetzt nicht unbedingt ein Psychoanalytiker sein, um herauszufinden, dass du mit Zweifeln ganz gut durch den Tag kommst. Dass du dich da ganz gut mit beschäftigen kannst. Hier ein Zweifel und da ist auch noch einer. Konnte dieser Erfolg des Buchs, das, und was ja wirklich, also ein sehr großer Erfolg ist, konnte das so ein bisschen die Zweifel zumindest erstmal verpacken in ein paar zu den anderen Sachen in den Keller oder stehen die noch sozusagen im Wohnzimmer rum? Ich überlege gerade eine gute Antwort darauf oder eine Antwort, die stimmt, weil ich möchte dir eigentlich sagen, ja, die sind jetzt im Keller, aber das stimmt nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sowas wie Erfolg oder wie Verkaufszahlen oder auch mediale Aufmerksamkeit, ob das ein Weg ist, diese Art von Zweifeln oder Selbstzweifeln anzugehen. Also ich glaube nicht, dass das ein Weg ist. Und natürlich gibt es sehr viele schöne Sachen daran. Also ich habe zum Beispiel Möglichkeiten gerade. Ich meine, es sind keine gigantischen Möglichkeiten, aber da gibt es plötzlich gerade eine Sicherheit für eine gewisse Zeit, die ich als freischaffender Künstler nicht gekannt habe. Für dich war es, soweit ich das zumindest weiß, ja auch so, dass du gesagt hast, naja, also wenn das jetzt nicht klappt mit dem Buch, genau. Dann wird es relativ dünn werden in Richtig. Zukunft mit dem Schreiben. Ja, ja. Das war vor der Veröffentlichung war mir das sehr deutlich. Also die Frage, ist das ein wirkliches Zukunftsmodell? Also kannst du das noch für 1, 2, 3, 4, 5 Jahrzehnte machen? Diese Art von Selbstausbeutung, diese Art von ökonomischer Unsicherheit, die damit einhergeht. Und ja, und ich habe jetzt zumindest für eine gewisse Zeit, ich glaube, Leute überschätzen auch allgemein, wenn man selbst, wie viel Geld man selbst mit Büchern verdient, wo Spiegel-Bestseller draufsteht. Aber für eine gewisse Zeit gibt es eine gewisse Sicherheit jetzt. Und das ist schon mal was wahnsinnig Tolles. Aber zu versuchen, mit Erfolg
bestimmte Selbstzweifel anzugehen, ist, glaube ich, komplett illusorisch, auch wenn man das gern glauben würde. Du hast gerade schon das Wandern genannt. Und vor ein paar Wochen warst du wieder wandern. Ja. Und du warst an deinem wirklich Vielwaldstätter See, den du sozusagen ja ein ich würde mal sagen, das ist so deine, das ist so dein Sehnsuchtsort. Ja, so ein bisschen, schon ein, ne? bisschen. Und du hast auf Instagram geschrieben, Wandern ist eindeutig die Antwort auf viele Fragen des Lebens, wenn nicht sogar auf alle. Und jetzt bist du gerade so beschäftigt. Ja. Also du arbeitest sozusagen das Buch, du übersetzt parallel. Mhm. Dennoch findest du die Zeit, auch nochmal wandern zu gehen, was ich toll finde. Mhm. Aber ich habe mich gefragt, welche Fragen stellt sich denn Daniel Schreiber jetzt gerade? Daniel Schreiber stellt sich gerade die Frage, wie er das mit den Übersetzungen schafft, die, ja. die er abgeben muss in den nächsten Monaten. Dafür fährst du nicht zu Vielwaldstätter See. Nein, was sind Sachen, die dich gerade beschäftigen? Also auch mit dem, jetzt wirst du ja viel befragt. Jetzt bist du viel draußen. Jetzt sind viele, viele Eindrücke und ich kann mir nicht vorstellen, dass du dahin fährst. Und wenn du sowas schreibst, dann weiß ich, also du bist ja der Wahrhaftigkeit auch dich selbst verpflichtet. Deswegen interessiert mich das, was du da wirklich, was so viele Fragen, neue Fragen in deinem Kopf gerade sind. Wenn du das sagen willst. Ja, ja. Wenn ich dann, nee, deutlich. Nee, tatsächlich werde ich dir das gleich sagen. Weil vielleicht weil ich dich nochmal ausfeuer. also ja, mit dem Vielwaldstätter See, es ist ein See in der Schweiz, der unfassbar schön ist und ich bin da. Nee, von Bern ist das, ne? Nee, von Basel. Auch nicht. Von Luzern. Alle Städte, die ich kenne in der Schweiz, jetzt kämen auch Zürich als nächstes. und ich bin da hingekommen, weil ich von einem Hotel für eine Residenz eingeladen wurde und ein kleines Stipendium von diesem Hotel hatte. Das ist ein wahnsinnig schönes Hotel. Und super sympathisch, das heißt Beau Séjour oder auf Schweizerisch nennen die das Beau Séjour. Oder auf Ostdeutsch Beau Séjour. Genau, also das ist Schweizerisch und das Ostdeutsche ist so ein bisschen nahe scheinbar. Aber es heißt also Beau Séjour, also schöner Aufenthalt und das war es tatsächlich und es war Anfang 2020 wirklich der Ort, wo ich das Wandern für mich richtig entdeckt habe, indem ich wirklich damit angefangen habe. Die haben mich jetzt wieder eingeladen, um eine Lesung zu geben aus dem Buch und dafür durfte ich dann eine Woche wieder in dem sehr schönen Hotel sein und ich habe mich so auf diese Woche gefreut, weil ich dachte, okay, ich gehe nur wandern und mache diese Lesung, gehe nur wandern und irgendwann ist klar geworden, okay, nein, du wirst anderthalb Tage wandern gehen können und der Rest ist Arbeit und dann habe ich diese anderthalb Tage aber auch extrem genossen. Und was ich da worüber ich auf dem Berg dort nachgedacht habe, unter anderem, war, ob ich es mir zutraue, einen Roman zu schreiben, was für mich ein nächstes Projekt ist und von dem ich weiß, das steht jetzt eigentlich an. Wo ich aber natürlich sehr viele Selbstzweifel habe, wie du dir vorstellen kannst. unter anderem, weil ich noch nie einen Roman geschrieben habe und weil ich halt weiß, wie schwierig das ist und was für eine gigantische Herausforderung und vor allem das gut zu machen. Das war eine der Sachen, die ich auf dem Berg nachgedacht habe und die andere erzähle ich dir nicht. Die andere war, wie kann ich noch mehr wandern? Wahrscheinlich. Nein, ich finde das schön, dass du das Wandern, ich liebe das auch zu wandern, mache das jetzt irgendwie auch seit keine Ahnung, fast 20 Jahren und ich habe mich darüber so gefreut, weil Wandern ja sowas Opa-mäßiges ist, ja, oder? Wirklich, ja, wirklich wahnsinnig uncool. Das sieht auch so uncool aus. Es sieht so uncool aus, die Kleidung ist wirklich. Genau. Und das ist immer, ich gehe mal mit einem Freund wandern, meinem Freund Dirk, und wenn Stefanie, meine Frau, mich dann irgendwie losgehen sieht, dann sieht sie, naja, na gut, viel Spaß. Alles wirklich. Wo gehst du denn wandern? Ach, wir sind wirklich Wanderfreunde und sind
waren schon, also jetzt so ganz weit weg in Bhutan wandern, Nepal wandern, China wandern. Okay, ist das super beeindruckend. Und wir sind jetzt aber auch, jetzt vorletzte Woche waren wir im Sauerland wandern und auch schon viel in Italien wandern und Belgien auch schon und also alle möglichen Sachen. Ja. Und jetzt haben wir aber so, jetzt bei der letzten Wanderung im Sauerland, was super schön war, haben wir aber gesagt, jetzt wollen wir tatsächlich Osteuropa uns so ein bisschen erschließen und da ein bisschen mehr wandern gehen und gucken. Ich könnte es aber nicht, das habe ich in deinem Buch nämlich dann ja auch vernommen, dass du allein wandern gehst. Ja. Das habe ich noch nicht gemacht. Das ist irgendwie, bin schon oft allein gereist, aber das allein wandern, ich habe immer den, das finde ich irgendwie, ich habe immer den Dirk, der sozusagen weiß, wo es lang geht und es ist für mich herrlich zu wissen. Ja. Aber ich kenne es manchmal so von Tageswanderungen schon so ein bisschen, aber so über eine längere Strecke mal so allein zu wandern, habe ich jetzt irgendwie nochmal so eine Lust bekommen, das nochmal so anzugucken. Ich habe immer Angst so vorm Verlaufen, aber und ich will auch nicht die ganze Zeit auf dem Handy so rumsuchen und gucken, aber ich hab da irgendwie nochmal Lust bekommen, da auch, also durch das Lesen auch, so, weil du das Wandern auch so schön abfeierst. Ja. Das finde ich total toll. Ich glaube, also ich finde allein Wandern tatsächlich sehr heilsam. Und ich habe auch einen Freund, mit dem ich oft wandern gehe, Frederik. Mit dem war ich zum Beispiel im September in Bayern, in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen wandern. Mhm. Und da haben wir auch also sehr herausfordernde Touren gemacht, die ich alleine wahrscheinlich nicht gegangen wäre und alleine vielleicht auch gar nicht geschafft hätte. Und also ohne seine Anwesenheit und ohne, dass er in bestimmten Momenten gesagt hat, ja, du schaffst das. Und also zum Beispiel, wer jetzt zuhört und überlegt, den Kramerspitz in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen zu erwandern und vielleicht auch einen Wanderführer hat, der meint, das wäre nur eine mittelschwere Tour. Nein. Das stimmt das nicht. Das stimmt nicht. Es ist eine Tour, wo man plötzlich 50 Meter bis zum Gipfel klettern muss. Und das war, genau, das war etwas, was ich alleine wahrscheinlich nicht gemacht hätte, ohne Frederik. Aber es ist was anderes. Also ich finde so alleine wandern, das ist was anderes, als in Gesellschaft zu wandern. Beides ist sehr, sehr schön. Aber also ich habe dieses Alleinwandern wirklich als etwas extrem Heilsames wahrgenommen. Und weil ich glaube, dass man auch körperlich da etwas durcharbeitet, auch gedanklich und erinnerungsmäßig Dinge durcharbeitet, die man anders ohne diesen Wechsel der Landschaften, den man durchmacht, nicht durcharbeiten könnte. Ja, das ist durch dieses, also es ist, im Zug hat man das ja auch schon manchmal so ein bisschen, wenn man wirklich mal sagt, jetzt nicht Handy und nicht Rechner und nicht irgendwas, sondern nur rausgucken, das kommt ja auch ganz viel in dieser Bewegung. Aber ich finde auch, dass das Wandern irgendwie etwas ist, was, ich kenne das auch vom Joggen, ich laufe relativ viel, da ist es auch so, dass man irgendwie so ein, aber das stimmt schon, dieses Wandern hat ja nochmal so eine, beim Laufen hat man meistens die gleiche, eine ähnliche Geschwindigkeit, aber beim Wandern ist das so vielfältig, wenn es hoch und runter geht und der Boden sich ändert und das hat man in der Stadt einfach natürlich nie beim Laufen. Ja, und die Perspektive und wie Dinge plötzlich anders aussehen, also wie Berge zum Beispiel anders aussehen können, das ist der Wahnsinn. Ja, und die Nähe und die Distanz, da war ich heute. Genau. Zwei Wanderer kommen ins Schwärmen. Das ist ganz langweilig und du wirst dann irgendwann später feststellen, dass das der Moment ist, wo alle abgeschaltet haben. Ne, Leute, das ist mir doch egal, das wisst ihr doch alle. Eine Sache, wie du das Buch endest, und das fand ich ganz schön, ist das Verabschieden von dem Leben, was man immer dachte, was man so haben wird und dem man so nacheifern muss. Da gab es irgendwie irgendwas mit Immobilie, war da Scheinimmobilie. Fantasieimmobilie. Und das, ich erlebe das ganz oft jetzt gerade so in den, ich habe viele jüngere Kollegen hier und Kolleginnen und ich merke, dass es da so Träume gibt von wie Dinge so sein könnten mal und wann kommt das erste, das zweite Kind und die Eigentumswohnung und all die Sachen. Und ich merke manchmal, dass es gar nicht die eigenen Träume sind, sondern eigentlich sind das so vorgeinstagrammte Eltern und so weiter und so fort. Ja. Wie weit bist du da, was so diese Scheinlebensentwürfe betrifft? Also wie weit hast du dich so verabschieden können von dem, was man meint, wie es sein müsste? Ja, ich
glaube zu einem großen Teil, aber zu einem großen Teil auch nicht. Und der springende Punkt bei diesen Lebensentwürfen, die uns vorgelebt werden, die wir meinetwegen auf Instagram oder in Büchern oder in Filmen oder im Leben unserer Freundinnen und Freunde oder im Leben unserer Eltern wahrnehmen. Der springende Punkt dabei ist, dass wir sie verinnerlichen. Und das heißt, selbst wenn es eigentlich gar nicht unsere Lebensentwürfe sind, die wir uns ausgedacht haben, werden es unsere, weil wir sie verinnerlicht haben. Und ich glaube, dass es das Allerschwerste im Leben ist, sich von solchen Träumen zu verabschieden, sich von Vorstellungen zu verabschieden, von denen man dachte, die erfüllen sich mit Sicherheit und sowieso. Vorstellungen wie eine Familie zu gründen, Vorstellungen wie in einer bestimmten Form von Immobilie zu leben. Denn das erscheint ja häufig sehr greifbar und wir alle kennen viele Menschen, die das machen und für die das scheinbar sehr einfach war. Und für viele von uns ist es aber nicht, aus ökonomischen, aus biografischen Gründen, aus psychologischen Gründen. Und ja, und manchmal können solche Träume nicht in Erfüllung gehen und manchmal ja, werden diese Vorstellungen nur Vorstellungen bleiben. Und das ist was wahnsinnig Schwieriges, womit man sich auseinandersetzen muss. Und das zu akzeptieren, wird, glaube ich, immer schwer fallen. Und deswegen, ja, eine Antwort, die aus einem Ja und einem Nein besteht. Ich habe mich zu einem großen Teil von solchen Vorstellungen verabschiedet. Aber trotzdem, ja, sind diese Vorstellungen noch aktiv. Trotzdem lebt man ja in dieser Welt. Genau, genau. Und deswegen kommen dann immer wieder ein paar neue dazu. Dani, ich habe so langsam würde ich unser Bötchen in den Hafen fahren und habe noch ein paar schnelle Fragen zum Ende. Oder du sagst noch, ich habe noch was, wo du denkst, da das in der Küchenpsychoanalyse fehlt noch was. Also stell gerne deine drei Fragen. Ich fand es so toll, mit dir zu sprechen. Und, gleichfalls. Genau. Ich bin jetzt gespannt auf die drei Fragen. Und ich hoffe, ich werde halbwegs originell antworten. Es geht nicht um Originalität. Es geht vor allen Dingen um Geschwindigkeit. Nein, überhaupt nicht. Genau. Was möchtest du gewesen sein? Ein Mensch, der sein Leben voll ausgeschöpft hat. Gut, den nehme ich. Das finde ich ziemlich. Ich musste kurz drüber nachdenken, aber ich habe alles verstanden. Ich musste es verstehen. Du gibst natürlich nicht an mit den ganzen Büchern, die du gelesen hast. Und ich freue mich, dass es von dir, zumindest habe ich es nicht gesehen, irgendwelche viele Fotos irgendwie von deiner Bücherwand gibt. Mhm. Die kann man nur erahnen, wenn man sich auf Arte einen Beitrag von dir anguckt. aber wenn man bis hierher gekommen ist, welches Buch würdest du empfehlen? Ich empfehle natürlich dein Buch. Mhm. Das ist sehr nett von dir, danke. und das habe ich, das möchte ich auch nochmal wirklich ganz explizit sagen. Ich habe es dir schon gezeigt, wie viele Sachen hier eingeknipselt sind und unterstrichen sind und nochmal hier so ein Post-it-Zettel, weil ich wirklich in diesem Jahr kein Buch gelesen habe, was mich so begeistert hat wie dein Buch. Vielen Dank. Und so viele Sachen angestrichen habe und gedacht habe, Mensch, das ist ja großartig. Deswegen, das möchte ich noch einmal kurz explizit sagen. Und ich glaube, das ist auch schon klar geworden während des Gesprächs, dass ich das Buch ziemlich, ziemlich passabel finde. Und das ehrt mich sehr, mein Lieber. Ich möchte natürlich gleich am liebsten 5 Bücher empfehlen und würde gerne eine Gegenfrage stellen. Was für ein Buch? Roman? Ich würde sagen, wir sind jetzt. Sachbuch, eine philosophische Abhandlung. Wir sind jetzt sehr kurz vor Weihnachten. Und dann kommt der berühmte Januar und der Februar und vielleicht ein wenig so eine Taschenlampe, die ein bisschen durch den Januar, durch den Februar einen so durchleuchten könnte. Dann würde ich vorschlagen, dass Leute sich ein Buch vorbestellen, was im Januar rauskommt von Hanya Yanagihara. Mhm. Und das heißt, es ist eine Freundin von mir, ja. und es ist aber für mich tatsächlich die wirklich größte lebende Schriftstellerin. Die hat unter anderem A Little Life, ein wenig Leben auf Deutsch geschrieben. Ein Roman, den viele sicherlich gelesen haben werden. Und ihr neuer Roman To Paradise,
zum Paradies, ist ein unglaubliches Meisterwerk, das einen sofort gefangen nimmt, was einen intellektuell und emotional einnimmt und dass man, ja, also... Möchtest du ganz kurz erzählen, worum es geht? Also was ist, ist schwer? Es ist relativ schwer, weil es auf drei verschiedenen Zeitebenen spielt. Es spielt in einem Haus, das man vielleicht aus Henry James' Roman Washington Square kennt. Und es spielt aber in einer fiktiven Vergangenheit. Das heißt, der erste Teil, eine Vergangenheit, die so nicht stattgefunden haben kann, wo unter anderem andere Geschlechterrollen existieren. Eine Vergangenheit, wo Ende des 19. Jahrhunderts Männer schon Männer heiraten durften und Frauen schon Frauen heiraten durften. Und die anderen Teile spielen dann in der Gegenwart und in einer dystopischen Zukunft, zentrieren sich aber auch um dieses Haus. Und es ist ein so großartiger, fantastischer Roman. Und und ich glaube, also du hast gefragt nach einem Roman, der einem im Januar und Februar begleiten kann. Der hat auch die richtige Dicke. Also es ist kein Daniel Roman. Schreiber. Das ist genau, also nein, es sind kein Schreiberchen. 140 Seiten, sondern man sitzt da schon eine Weile dran. Okay, To Paradise. Ich packe den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Und dann die letzte Frage, lieber Daniel. Ich habe ein großes Plakat am Alexanderplatz. Vorstellungskraft ist gefragt und du darfst entscheiden, welcher Satz für alle Berliner und Berlinerinnen für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du draufschreiben? Ich würde einen Satz von Audre Lorde draufschreiben und ich hoffe, ich bekomme ihn jetzt richtig zusammen. Wir müssen mit den Botschaften der Unsicherheit leben lernen, ohne uns von ihnen einschüchtern oder lähmen zu lassen. Das passt auf jeden Fall jetzt sehr, sehr gut. In die Zeit, oder? In die Zeit, Mic Drop, würde ich sagen. Vielen Dank, lieber Daniel. Danke für deinen Besuch. Danke dir. Es hat mich sehr, sehr gefreut. So viel Spaß gemacht. Danke für die schönen Fragen und für dieses wirklich tolle Gespräch. Danke. Wir lesen uns beim Roman und hören uns dann wieder. Ich bin sehr gespannt auf den Roman. Kein Druck, nur eine große Freude. Danke. Auch dass die Zweifel im Keller sind. Dankeschön. Das war Daniel Schreiber. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Am Ende des Gesprächs ist mir aufgefallen, dass ich ganz vergessen habe, auf meine Fragen zu schauen. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, finde ich. Mich berührt seine Biografie und seine Geschichte wirklich sehr und es fühlte sich auch für mich wie eine intensive Therapiestunde an. Daniel, und das nehme ich aus diesem Gespräch mit, hat sich wirklich an den Themen, die ihn festhalten, abgearbeitet. Und das merkt man auch. Er kann darüber reden und er kann darüber schreiben und er bestimmt damit sein Leben selbst. Und das hat mich sehr beeindruckt, diese Willenskraft, die Dinge wegzuarbeiten, wegzupacken sozusagen auch. Ein wunderbarer Mensch. Sein Buch hat mich, wie gesagt, sehr, sehr beeindruckt. Ich werde es jetzt zu Weihnachten wieder sehr oft verschenken und vielleicht macht ihr das auch. Herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Lena Rocholl, für den Mix und den Schnitt an Maximilian Frisch und für die Musik an Jan Köppen. Herzlichen Dank an die Supporter Ich Will Fair, an Greenforce und an Wix.com. So. Es ist ja gleich Weihnachten, also wünsche ich euch natürlich fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid nicht allein an Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid mit euren Liebsten zusammen. Ich hoffe, ihr habt es warm, ihr habt es gut, ihr habt was Leckeres zu essen. Wir haben einen Weihnachtsbaum. Ich finde das immer ganz schön. Vielleicht seid ihr auch unterm Weihnachtsbaum. Dann kuschelt euch ein, genießt die Zeit, schaltet auch mal alle Geräte ab. Vielleicht jetzt das Letzte, was ihr gemacht habt, Hotel Matze zu hören und jetzt ausmachen. Ich werde das auch machen. Und freue mich sehr auf ein paar ruhige Tage. Wir hören uns dann noch einmal in diesem Jahr und da freue ich mich drauf. Es wird eine besondere Folge. Und dann würde ich sagen, ho, 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 schöne Geschenke und eine ruhige und schöne Zeit. Euer Matze.